Halleluja. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, Sie alle zu einer neuen Ausgabe von Handwerk trifft hier im Schauspielhaus in Hofheim begrüßen zu dürfen. Ganz bewusst geht die Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main mit diesem Format an unterschiedliche Orte im ganzen Kammerbezirk, jeweils in Kooperation mit der regionalen Kreishandwerkerschaft, heute hier mit der KH des Main- und Hochtaunuskreises. Wir sehen es als Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung, uns zu Wort zu melden und damit das Handwerk in der Region sichtbar zu machen. Handwerk trifft an diesem Abend interessante Persönlichkeiten zu relevanten Themen und gibt diesen Gesprächen eine Bühne im wahrsten Sinne des Wortes. Auch heute haben wir wieder einen besonderen Gast, über dessen Zusage wir uns sehr gefreut haben. Schön, dass Sie heute Abend bei uns sind. Herzlich willkommen, Ministerpräsident Boris Rhein. Dankeschön, dankeschön. Guten Abend. Sie sind seit Ende Mai dieses Jahres Ministerpräsident unseres schönen Landes Hessen. Zuvor waren Sie unter anderem Staatsminister des Inneren und für Sport, Minister für Wissenschaft und Kunst und zuletzt Präsident des Hessischen Landtages. Politisch aktiv und in der CDU verwurzelt sind Sie seit jeher. Um genau zu sein, seit über 30 Jahren. Das war jetzt aber auch nicht sehr genau. Gut. Außerdem sind Sie gebürtiger Frankfurter und studierter Jurist. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind und in unserem Gespräch soll es nicht oder nicht nur um Parteipolitik gehen, sondern um das große Ganze. Gemeinsam wollen wir über die vielfach ausgerufene Zeitenwende sprechen und darüber, was das eigentlich für Deutschland, Europa und die Welt bedeutet. Wir fragen uns, erleben wir aktuell den Beginn einer neuen Welt? Wenn ja, wie gehen wir als Gesellschaft, aber auch als einzelnes Individuum mit diesen großen Veränderungen um? Im Iran werden Demonstrationen für Freiheit und Selbstbestimmung blutig niedergeschlagen, wie in vielen Ländern der Erde. Vielfach stehen Demokratien unter Druck. Dazu gibt es plötzlich wieder Krieg mitten in Europa, eine Entwicklung, die sich kaum jemand hatte vorstellen können. Nach dem Überfall Russlands vor über 8 Monaten kämpft die Ukraine um ihre Autonomie, ihr Überleben, aber auch für die Freiheit der gesamten westlichen Welt. Deutschland befindet sich in einer Energiekrise, die unseren privaten Wohlstand und unsere Wirtschaft nachhaltig gefährden kann. Viele Handwerksbetriebe sind existenziell betroffen. Diese weltpolitische Lage verunsichert die Menschen zutiefst und die Sorgen sind groß. Handwerk trifft heute Boris Rhein und vielleicht bringt unser Austausch für unsere Gäste heute Abend Klarheit und Zuversicht, damit wir stark gemeinsam vorangehen können. Lieber Professor Friedmann, lieber Michel, du begleitest uns durch unsere Gesprächsreihe Handwerk trifft und wir freuen uns sehr, dich an unserer Seite zu haben. Guten Abend auch dir und ein sehr herzliches Willkommen. Von dieser Stelle aus geht mein Gruß auch noch an Herrn Staatsminister Axel Wintermeyer. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Herrn Christian Heinz, Mitglied des Landtages. Einen schönen guten Abend. Ach, da hinten. Herr Landrat Michael Syriax, guten Abend. Und auch der Bürgermeister der Stadt Hofheim, Herr Christian Vogt. Ja, und ebenso möchte ich natürlich begrüßen unsere regionalen Kreishandwerksmeister, Herr Raimund Dorn und Herr Walter Gernhardt. Herzlich willkommen. Selbstverständlich und in diesen Kreisen nicht unbekannt, unser Ehrenpräsident Bernd Ehinger. Schön, dass du da bist, Bernd. Unseren Vizepräsident Ludwig Held. Wo ist er? Da vorne. Hallo. Und AHH-Präsident Wolfgang Kramwinkel. Hallo. Und selbstverständlich natürlich alle Kolleginnen und Kollegen aus dem Ehrenamt sowie alle Handwerkerinnen und Handwerker und alle Gäste heute Abend. Schön, dass Sie bei uns sind.
Bevor ich nun das Wort an Professor Friedmann weitergebe, noch der Hinweis an Sie alle hier. Sie können später sehr gerne Ihre Fragen stellen. Und unser Moderator Professor Friedmann wird die Fragerunde dann eröffnen. Bitte warten Sie dann, bis das Mikrofon zu Ihnen kommt. Sie können dann Ihre Frage ins Mikro stellen, sodass alle gut hören können, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Nochmals Ihnen allen ein herzliches Willkommen hier in Hofheim. Und nun freuen wir uns auf einen spannenden Abend. Bühne frei für Handwerk trifft Boris Rhein. Der Bundespräsident sprach vor einigen Tagen in seiner Rede zur Nation vom Ende der Nachkriegszeit. Was bedeutet das? Ich glaube, weil Frau Haus eben den Begriff Zeitenwende verwendet hat, das ist das, was der Bundespräsident gesagt hat, viel eher trifft. Zeitenwende, und ich will es herbeileiten, Zeitenwende ist so ein typischer deutscher Begriff, aber die Zeitenwende hat ja längst stattgefunden. Das darf man nicht vergessen, also weil wir sprechen gerade in diesem Zusammenhang ja insbesondere über diesen völkerrechtswidrigen und brutalen Angriff Putins und Russlands auf die Ukraine. Die Zeitenwende hat 1999 stattgefunden. Das war Tschetschenien, 2008 Georgien, 2014 die Krim. Und zwischendurch hat Putin in Europa, die eine oder andere Tötung von Gegnern veranlasst und initiiert. Deswegen die Zeitenwende hat längst stattgefunden. Das, was den Begriff besser betrifft, und deswegen stimme ich dem Bundespräsidenten zu, ist natürlich, dass der Angriff auf die Ukraine für uns die europäische Friedensordnung nach dem Krieg, nach 1945, vollständig auf den Kopf gestellt hat. Das trifft es besser. Wenn ich das noch sagen darf, Michelle, das ist aber auch sehr deutsch, dass wir jetzt so diskutieren oder dass wir die Dinge so darstellen, denn das war alles weit weg. Und deswegen leite ich das so her. Das war alles weit weg. Tschetschenien, wer weiß, wo Tschetschenien liegt. Georgien ist auch weit weg gewesen und die Krim war auch noch verhältnismäßig weit weg. Und da haben wir uns am liebsten nicht eingemischt. Wir haben das mal geschehen lassen, das war der Punkt eins. Zweitens wollten wir natürlich auch sehr ungern nur unsere Wirtschaftsbeziehungen beenden, weil wir merken ja gerade, was das Beenden von Wirtschaftsbeziehungen und Gaslieferungen bedeutet. Ja, und drittens haben wir gedacht, wenn wir uns nicht einmischen, dann kommt das auch nicht zu uns. All das ist ja vollkommen falsch und das merken wir jetzt. Ist Schlaraffenland abgebrannt? Ja, ich hätte das gerne selbst zitiert und damit den Moderator zitiert, denn er hat mal in einem, wie ich finde, sehr spannenden Beitrag gesagt, Schlaraffenland ist abgebrannt. In der Tat, Schlaraffenland ist abgebrannt und wir kommen in der Realität an. Wir merken, dass wir viel zu lange zugeschaut haben, eben aus den Gründen, die ich eben genannt habe. Und wir haben uns in dieser Zeit ja nicht wirklich aufgestellt. Was beispielsweise das Thema Sicherheits- und Außenpolitik betrifft, haben wir uns eigentlich immer auf die USA verlassen. Die USA, über die wir an der einen oder anderen Stelle sehr verächtlich gesprochen haben, nur man darf eins nie vergessen. Erstens, das ist ein Wertepartner. Also die USA und wir, die Europäer, haben gleiche Werte, erstens. Und zweitens, wo wäre denn Europa, wo wäre denn unsere Sicherheit, wenn nicht immer die Amerikaner eingezahlt hätten für unsere Sicherheit? So, wir haben uns immer auf sie verlassen, haben das ein oder andere Mal, ich sag mal, ja, sehr kritisch sind wir mit Amerika und der Kultur Amerikas. Ich möchte fast sagen, hochmütig umgegangen, hier in Europa, aber ganz besonders wir Deutsche. Und nochmal, für uns war es doch wichtig, dass wir über 50 Jahre, im Übrigen seit 1973, billiges Gas beziehen konnten. Das war im Grunde der Hintergrund. Ich würde gerne die Spur noch ein bisschen vertiefen. Erstens hast du, wie ich finde, sehr stringent viele Ereignisse mit Tschetschenien beginnend dargestellt. 2014 war ja nicht nur die Krim, sondern es war auch die Okkupation. Und statt darauf politisch zu reagieren, reagierte die Bundesrepublik übrigens damals zwar nicht ad persona, aber mit Angela Merkel, dann später auch mit Scholz, mit einer Belohnung, indem wir Nord Stream 2 unterschrieben haben und, so wie du es eben formuliert hast, nach dem Motto, die ökonomische Wohlstandsfrage steht über allem. Und alle waren übrigens auch die, die jetzt sehr klug argumentieren und sagen, das hätte man nicht dürfen, muss man sagen, außer den Grünen,
Alle haben dem zugenickt. Aber auch Bürger und Bürgerinnen waren ja nicht unzufrieden, denn der Wohlstand wächst dadurch, die Produktion ist dadurch doch konkurrenzfähiger. Mich interessiert, was passiert eigentlich in einer Gesellschaft, die das alles hinten anstellt und das Ökonomische, auch das persönlich-ökonomische, aber das Makroökonomische in den Vordergrund stellt. Apropos Werte. Welche Werte sind wirklich implementiert in dieser Gesellschaft, wenn man zum Beispiel so ein Beispiel kritisch beugt? Ja, das ist eine nicht einfache Frage, die, glaube ich, auch nicht einfach mit ein paar Sätzen zu beantworten ist. Das hat sehr viel mit unserer bundesrepublikanischen Bräsigkeit zu tun. Das ist fast frech, dass ich das sage, weil ich bin ein Kind der Nachkriegsgeneration und einer sehr weiten Nachkriegsgeneration. Ich bin 1972 auf die Welt gekommen. Du bist die zweite Schlaraffenland-Generation. Genau. Ich bin die zweite Schlaraffenland-Generation. Wir haben aber natürlich auch gelernt, oder wie soll ich das formulieren? Wir haben natürlich von unseren Eltern, unseren Großeltern immer wieder mitgeteilt bekommen, alles bloß friedlich sein, alles bloß sich nicht wehren, alles bloß am besten sich freikaufen und sich nicht in die Welt einmischen, denn das, was war, soll nie wieder kommen. Eine völlige Zerstörung baulicher Hinsicht und insbesondere eine völlige Zerstörung in moralischer Hinsicht, die von Deutschland ausgegangen ist, die in deutschem Namen in der Welt stattgefunden hat. Ich glaube, deswegen muss man auch ein bisschen das, was ich frech gesagt habe, relativieren und muss auch verstehen, warum wir versucht haben, jeder Bundeskanzler hat am Ende versucht, sich von internationaler Verantwortung freizukaufen. Wir haben keine Verantwortung übernommen. Wir haben sie am Ende, und das ist mir auch ganz wichtig zu erwähnen, auch nicht übernommen, als wir eigentlich erwachsen waren. Und erwachsen waren wir als Emmanuel Macron. Es müsste noch in der letzten Legislaturperiode gewesen sein, den Deutschen ein Angebot gemacht hat, wie können wir unsere gemeinsame Politik oder wie können wir eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik aufstellen. Dazu gehört im Übrigen, und da kommen wir zu einer zweiten, zu einem zweiten unehrlichen Umgang mit den Dingen, die wir uns angewöhnt haben. Dazu gehört im Übrigen auch natürlich die nukleare Kapazität, die damit einhergeht, wenn man sagt, wir wollen uns gemeinsam aufstellen. Auch das haben wir uns nicht gewagt, offen auszusprechen. Und ich weiß, wenn wir heute darüber diskutieren und beispielsweise über einen nuklearen Schutzschirm diskutieren, dass es unfassbar streitige Meinungen dazu geben wird. Aber natürlich gehört das zur Verteidigung dazu, sich so aufzustellen, haben wir nicht getan, weil wir in Wirklichkeit uns immer weggemogelt haben, andere unsere Probleme haben lösen lassen. In Klammern muss man sagen, diesen nuklearen Schirm gibt es ja auch für Deutschland, denn in osteuropäischen Ländern, die damit anders umgehen, gibt es von den Amerikanern im Rahmen einer NATO eben diesen nuklearen Schritt. Aber ich will das gerne noch mal vertiefen. Also für die Großeltern à la Bonheur, die haben gesagt, wir haben genug Unfug und Leid in die Welt gebracht. Viele haben es gesagt, aber ob sie es wirklich geglaubt haben, lasse ich dahingestellt sein. Bei den Eltern auch noch. Aber ist es bei den Kindern, also deiner Generation, nicht eher ein Vorwand? Denn man muss sich mal Folgendes vorstellen. Es gab ja eine kriegerische Situation, bei der Deutschland sich eingemischt hat in Europa, ehemaliges Jugoslawien. Erstaunlicherweise war das nicht die CDU, sondern es war Joschka Fischer mit Gerhard Schröder. Also es gab schon den Präzedenzfall. Aber man muss sich mal vorstellen, und das hat ja nun nichts mit dem Zweiten Weltkrieg und Hitler zu tun, was es bedeutet, dass die Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahren und Jahrzehnten sich entmilitarisiert. Auch Europa, 450 Millionen Menschen, wären nicht in der Lage, sich zu verteidigen. Verteidigungsfähigkeit nach innen und nach außen ist im Grundgesetz eine der Pflichtübungen von Politik. Wenn man also auch die jetzige Situation noch mal mit der Ukraine betrachtet, wissen wir, wenn die Amerikaner nicht sich einmischen würden, wäre Europa freiwillig für Russland. Mehr oder weniger, erfolgreicher, erfolgloser. Die Franzosen haben ein bisschen Atomwaffen, die Engländer sind ja nicht mehr in der EU. Ich will damit nur sagen, was zeigt uns das an, jetzt komme ich wieder an diese Bemerkung von Bundespräsidenten Steinmeier, das Ende der Nachkriegszeit. Haben wir das verschlafen? Waren wir so naiv? Haben wir wirklich gedacht,
Krieg ist kein Mittel der Politik, obwohl wir jeden Tag in der ganzen Welt gesehen haben, wie viel Krieg stattfindet, haben wir wirklich geglaubt, dass wir in der Lage sind, ohne militärische Verteidigung, ich betone Verteidigung, in der Lage zu sein, die Abschreckung trotzdem hinzukriegen. Kleiner Hinweis, interessant ist ja, dass viele Jahrzehnte zurück Helmut Kohl Bundeskanzler geworden ist, weil die SPD bei Helmut Schmidt beim NATO-Doppelbeschluss Nein gesagt hat und man gesagt hat, seid ihr verrückt, die Äquivalenz der gegenseitigen Blöcke macht es erst möglich, dass niemand niemanden angreift. Was ist heute dann jetzt den Menschen zu sagen? Das ist natürlich so, weil andere für uns immer die Probleme gelöst haben. Und das ist wie mit Kindern. Wir alle haben Kinder und wenn man sie nicht in die Selbstständigkeit entlässt und wenn man ihnen als Helikoptereltern immer alles regelt und alles löst, werden sie natürlich auch, wenn sie erwachsen werden, die Dinge nicht lösen und regeln können, weil es ja auch ganz bequem ist und ganz gemütlich ist. Und im Übrigen haben wir uns auch immer gerne verhalten, ein bisschen wie die Schweiz, haben uns überall rausgehalten und dabei unseren Reichtum gemehrt. Das kann man tun, aber es funktioniert halt eben nur dann, wenn man jemanden hat, der diese äußeren Rahmenbedingungen schafft, sozusagen das schmutzige Geschäft macht. Und das haben in der Regel die Amerikaner, aber auch andere in der Welt für uns getan. Und das findet jetzt nicht mehr statt. Die Amerikaner haben sich ja nicht erst unter Trump zurückgezogen, auch aus dieser Verantwortung, die sie für uns übernommen haben. Und Joe Biden hat das auch nicht rückgängig gemacht. Ganz im Gegenteil, die Amerikaner sehen das nicht mehr an. Und ich muss auch sagen, ich verstehe das. Und wenn man sich die Geschehnisse in Afghanistan anschaut, muss einen das natürlich beunruhigen, dass wir nicht in der Lage waren, einen solchen Flughafen zu halten und in der Situation waren, als die Amerikaner abzogen, auch raus zu müssen. Das wird uns dazu führen, dass wir unsere außenpolitischen Beziehungen neu vermessen werden müssen. Das wird dazu führen, dass wir im Übrigen auch einseitige Abhängigkeiten neu vermessen werden müssen. Und das führt uns zu einem ganz spannenden Thema. Wie gehen wir denn mit China um? Mit China, das ist natürlich auch eine solche zweischneidige Sache, denn China hat natürlich auch nichts Gutes, ich sage das mal so, in der Welt vor oder hat eine andere Vorstellung davon, wie die Welt aufgestellt werden muss. Ich will es vorsichtig formulieren. So. Und trotzdem sind und ist unsere Wirtschaft in einer Art und Weise mit China verflochten, dass es nahezu naiv klingt, wenn ich sage, wir sollten Handel nur noch treiben unter Wertepartnern. Darf ich mal konkret fragen, wie hoch ist der wirtschaftliche Anteil, ich sage bewusst nicht jetzt die Abhängigkeit, in Hessen gekoppelt an China Import-Export? Also ich kann die Zahl, muss ich offen zugeben, ich kann sie dir nicht sagen, sie ist enorm. Ich habe mit einem wichtigen Player aus unserer Bankenwelt gesprochen, den ich gefragt habe, wie ist das für euch in der Bankenwelt, in der Finanzwelt jetzt mit Russland? Da hat er gesagt, das ist für uns in Wirklichkeit wirtschaftlich überhaupt gar kein Problem, weil die Verflechtungen mit Russland so gering sind. Anders und vollständig anders wäre das, wenn es mit China der Fall wäre. Also ich meine, man sieht das ja bei Mercedes oder auch bei Volkswagen oder bei anderen Automobilherstellern. Und wir sind ein wichtiger Automobilstandort, dass wir ohne China gar keinen Absatzmarkt mehr haben und das natürlich bei uns voll reinhauen würde. Und trotzdem wird es uns nicht erspart bleiben, uns in der Frage neu aufzustellen. Und es gibt natürlich Handelspartner. Einige sind fern, wie beispielsweise Taiwan, das wir bis heute nicht anerkannt haben. Das ist eigentlich ein außenpolitischer Skandal, wie wir Deutsche mit Taiwan umgehen. Der Botschafter heißt nicht Botschafter, sondern der heißt, wie nennen wir den, ich glaube, Gesandter oder wie auch immer. Wir dürfen ihn protokollarisch nicht empfangen. Wenn mich beispielsweise der Vertreter aus Taiwan besucht, hängen wir keine Flagge aus Taiwan auf. Wir machen daraus, im Grunde machen wir es im Stillen und im Heimlichen. Es gibt die Empfehlung des Protokolls der Bundesregierung, dass ab der Ebene von Ministerpräsidenten dort keine Empfänge stattfinden. Also eigentlich dürfte ich die gar nicht empfangen. Wenn ich die empfange, habe ich am nächsten Tag übrigens den chinesischen Botschafter auf der Matte, der mir androht, die Handelsbeziehungen vollständig einzuschränken und auch Delegationsreisen nach China nicht mehr zuzulassen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, also da werden wir uns neu aufstellen müssen. Der zweite Punkt
ist, wir werden uns viel mehr mit Südostasien beschäftigen müssen. Der dritte Punkt ist, wir werden natürlich endlich das CETA-Abkommen umsetzen müssen. Also das ist gar nicht, das ist doch ein völlig unterbeleuchteter Aspekt. Wir haben es bis heute nicht geschafft, das CETA-Abkommen umzusetzen und damit mit Kanada ein entsprechendes Handelsabkommen zu haben. Und so kann man das fortsetzen. Dieser Mühe müssen wir uns jetzt endlich unterziehen. Wenn wir das diskutiert hätten vor einem Jahr, vor zwei Jahren, hätten sich die meisten hier schon gelangweilt, so nach dem Motto, was interessiert uns die Geschäfte oder die Moral oder Doppelmoral mit unseren Geschäftspartnern. In diesem Jahr spüren wir aber, was es wirklich bedeutet, abhängig zu sein. Um das nochmal zu sagen, wir haben einen Austausch in der Ökonomie mit Russland, der liegt bei nur unter 3%, mit China, der liegt bei mindestens 30%. Unsere Abhängigkeit von Energie ist dort enorm groß, aber wirtschaftlich, was denn das Wachstum und alles angeht, ist, ob wir mit Russland Geschäfte machen oder nicht, nicht wichtig. So, und jetzt stehen wir ja, und das ist vielleicht diese Nachkriegszeit, vor der Frage, dass wir uns Heuchelei und Doppelmoral leisten müssen, aber auch leisten können müssen. Und wenn ich dir zugehört habe, ist der Spielraum, in dem wir uns momentan als Deutschland, die Bürger, die Bürgerinnen, aber auch Handwerk, Ökonomie, wer auch immer, relativ gering. Im Prinzip sind wir eigentlich schon mit gefesselten Händen da. Jetzt fährt ein Bundeskanzler nach China in der Tradition der Bundeskanzlerin Merkel und macht dasselbe, wie sie macht, aber es ist eben dann doch die Nachkriegszeit. Und wir sehen, BASF investiert Milliardenbeträge, BMW, Mercedes, Porsche, Audi sind existenziell abhängig, also sollte man hier Aktien von diesen Autofirmen haben und sollte merken, dass die Chinesen ein bisschen Husten bekommen, kann man nur empfehlen, die sofort abzustoßen. Wenn man sich einfach mal industriell und ökonomisch das vorstellt, stellt sich mir die Frage, auch für den hessischen Ministerpräsidenten, für jeden, der Verantwortung trägt. Es gibt ja dieses Spiel Realpolitik und was man dann immer den anderen vorgeworfen hat, ihr mit euren ethischen Grundsätzen, euren Werten. Ist es denn jetzt nicht sogar zwingend, und zwar aus den Interessen heraus, mit den Menschen darüber zu reden, dass wir uns ja insgesamt die Frage stellen müssen, dass wir vielleicht für eine ganz bestimmte Zeit auf Wachstum und Wohlstand verzichten müssen, um in ein paar Jahren nach einer schweren Intensivstation und einer Reha überhaupt wieder als Bundesrepublik Deutschland ökonomisch so aufgestellt zu sein, dass wir nicht der Blinddarmfortsatz von China werden? Also ich glaube, wir müssen uns ehrlich machen. In der Diskussion miteinander, dafür hat es möglicherweise auch diese Entwicklung gebraucht, weil eines Tages wäre die Frage ohne dies auf uns zugekommen. Ich weiß nicht, ob es zu Wohlstandsverlusten, also das Wort Verlust ist schon ein großes Wort. Tut schon mal weh in Deutschland. Ne? Tut sehr weh. Also das, über Wohlstandsverlust zu reden, führt schon zu Unruhe. Ja, 10% so. Inflation ist auf natürlich, jeden Fall schon mal ein Wohlstands- und Vermögensverlust. Ich fange ja schon an, sensibel zu sprechen, damit es nicht gleich Unruhe gibt. Es wird aber zu Wohlstandseinschränkungen kommen. Und, interessante Synonymität geschenkt. Ich versuche homöopathisch vorzugehen. Ja. Dabei also, brauchen wir schon echt Antibiotikum. Aber, lieber Michel, du weißt auch, dass das ist nicht populär, darüber zu sprechen, weil natürlich jeder sich jetzt in seinem Privaten vorstellt und in seinem inneren Kopfkino sich überlegt, was wird die Einschränkung sein, was wird der Verlust möglicherweise sein. Aber dazu wird es kommen, jedenfalls in einer Übergangszeit, in der wir unsere Aufstellung, unsere globale Aufstellung, unsere wirtschaftliche Aufstellung neu vermessen müssen. Und wir werden sie neu vermessen müssen. Es wird ja nicht alles, wird ja nicht so bleiben, wie es ist, schon gar nicht in der Beziehung zu China. Und deswegen, die Aufgabe stellt sich ohne dies. Und deswegen muss man jetzt beginnen, über die Aufgabe zu sprechen und die Aufgabe zu organisieren und auch die Bereitschaft dafür herzustellen. Wir machen das derzeit natürlich. Wir werden, glaube ich, nachher noch mal intensiv auch darüber sprechen, beim Thema Gaspreise, beim Thema Strompreise,
beim Thema, was ist da alles noch, was kommt alles noch infolge dieses Ukraine-Krieges mit auf uns zu. Und im Augenblick regeln wir es wieder mit Geld, und zwar, wenn man ehrlich ist, mit geliehenem Geld. Alles Geld, was wir eines Tages auch wieder zurückführen müssen und was natürlich unsere Generation betrifft, aber ja eben nicht nur unsere Generation, sondern wahrscheinlich nicht nur die nach uns kommende, sondern auch die danach kommende Generation. Wenn man sich die Berge anschaut an Geld, über die wir gerade reden, wir reden heute über Milliardenbeträge, wie wir vor 5 Jahren über Millionenbeträge gesprochen haben. Und wenn ich Axel Wintermeyer da sitzen sehe, mit dem bin ich 1999 in den Landtag gekommen, ich erinnere mich gut an die Operation Sichere Zukunft, da haben wir über 10.000 und 50.000 Euro gesprochen. Die Dimensionen haben sich verschoben. Auch das ist nicht ganz ungefährlich und hat was mit Generationengerechtigkeit zu tun. Aber auch da muss man sich ehrlich machen. Die Bemerkung des Bundespräsidenten, die Nachkriegszeit ist vorbei, bezieht sich wahrscheinlich nicht nur über die Frage von Krieg und Frieden. Wir waren in ganz Europa viel länger, die meisten Staaten, als die Bundesrepublik, die ja die Demokratie auferlegt bekommen hat und nicht wirklich mit offenen Händen danach gegriffen hat. Wir waren aber auf dem Weg, und da würde ich schon die zweite Generation mit einbeziehen, die Demokratie der Diktatur vorzuziehen, um es auf dem niedrigsten Niveau zu sagen. Nun erleben wir, dass nicht nur in Deutschland, sondern in allen Demokratien, die wir kennen, es zu Zerbröselungen führt. Der ehemalige Präsident Trump hat uns ja schon den 15. November heute angekündigt, als einen ganz besonderen Tag. Mal sehen, ob das wieder nur eine Nervosität ist oder eine Ankündigung einer Kandidatur. Wir erleben mitten in Europa Italien mit einer Regierung, die sich postfaschistisch auch nennt, aber jeder gibt Händchen. Wir erleben das Zerbröseln in Ungarn, wir erleben das Zerbröseln in Schweden, wir erleben das Zerbröseln in Polen, wir erleben das Zerbröseln auch in Deutschland. Ist Deutschland eine gespaltene Gesellschaft? Ich will noch hinzufügen, und das waren jetzt Länder, bei denen wir jedenfalls an der einen oder anderen Stelle, also bis Draghi kam, haben wir in Italien vielfältige Wechsel und auch teilweise erratische Politikstile erlebt. Das gilt auch für andere Länder. Aber wir reden natürlich auch über Frankreich. Macron ist nur mit Mühe und Not Präsident geworden, und das war eine harte Auseinandersetzung, und zwar zum zweiten Mal. Marine Le Pen stand schon an der Tür des Élysée-Palastes und wäre fast eingezogen. Das muss man sich vorstellen. So, also da sind schon, da entwickeln sich schon Dinge, die natürlich für uns auch, ich habe eben gerade von Europa und von europäischer Außen- und Sicherheitspolitik gesprochen, die dafür nicht förderlich sind und sehr problematisch werden. Deswegen, finde ich, muss man die Relation schon herstellen. In Deutschland sind wir da schon noch anders aufgestellt. Wir erleben natürlich auch derzeit wieder ein enormes Erstarken von Radikalen. Wir erleben ein enormes Erstarken der AfD, was mich wirklich sehr schmerzt, weil ich mit verhältnismäßiger Zuversicht gesehen habe, wie die Zahlen runtergegangen sind. Jetzt haben wir eine Krise, nachdem wir ja im Übrigen schon aus einer Krise gerade rausgekommen sind, die auch noch nicht ganz beendet ist, und die AfD-Zahlen steigen wieder. Die Entwicklung der Linkspartei erstaunt mich, weil eigentlich müsste das ja auch ein Katalysator sein für eine Linkspartei, was wir gerade erleben. Aber nichtsdestotrotz, mich macht das auch teilweise ärgerlich. Ich weiß, das ist auch naiv, was ich sage, aber ich sage das. Dass man in Krisen setzt man doch auf diejenigen, die ein Land führen können, auf die man sich verlassen kann, wo man Vertrauen hat, wo es Zuverlässigkeit gibt. Wie kann man denn in einer solchen Zeit mit einem Denkzettel wählen? Wie kann man mit einem Wahlrecht so umgehen, wie der ein oder andere umgeht? Ich halte das für hochfahrlässig, weil niemand stellt sich doch vor, dass Herr Höcke oder Frau Wissler dieses Land führen können. Niemand stellt sich das vor, aber sie machen durch die ein oder andere Wahlentscheidung in der Wahlkabine das Land schwieriger führbar, weil wir mehr und mehr Koalitionen bekommen, die sehr heterogen sind. Ich möchte nicht die Bundesregierung in Schutz nehmen, aber die Heterogenität dieser Bundesregierung liegt ja auf der Hand. Wie sollen denn Grüne mit Gelben, mit
Wer ist noch dabei? Sozialdemokraten, Entschuldigung. Das also wer nicht dabei ist, ist die CDU. Ja, danke. Um den Witz mal zu Ende zu erzählen. Ja, also das liegt aber musste auch an sein. Der... Also musste liegt ja, sein. Jetzt muss ich aber hinzufügen, das liegt ja nicht an der Stärke derer, sondern an unserer Schwäche. Ich weiß. Also jedenfalls wollen wir mal... Also die sind so heterogen und das macht uns, ich habe das, Axel Wintermeyer und ich, wir haben das erlebt jetzt in den vielen Ministerpräsidentenkonferenzen, die wir gehabt haben, um diesen Schutzschirm zu installieren. Es macht das Arbeiten unglaublich schwierig und deswegen kann ich weiß ja, auf was da eine Frage hinausläuft, deswegen mich machen manche Wahlentscheidungen sprachlos, gerade in einer schwierigen Zeit. Und insbesondere macht mich etwas anderes noch viel sprachloser. Wie kann man denn in einer solchen Zeit gar nicht beispielsweise wählen gehen? Also gar nicht zu wählen ist der größte Fehler, den man machen kann. Und ich will das an einem Beispiel sagen und damit werde ich jetzt wieder, muss ich leider die Dinge ein bisschen runterbrechen, weil wir haben am Sonntagabend in Frankfurt eine Abwahl erlebt. Alle sind sehr erleichtert, wie das ausgegangen ist, aber wenn man sich, und alle sind glücklich, dass man das Quorum erreicht hat, aber ich muss ganz ehrlich sagen, 41,9% oder sagen wir 42% Quorum, das bedeutet, dass ein sehr großer Anteil, nämlich um es genau auszurechnen, 58%, es einfach vollkommen egal war, was in Frankfurt vonstatten geht. So, und sowas kommt von sowas. Und das kann ich nicht verstehen, das macht mich sprachlos. Und in dem Zusammenhang, lass mich noch etwas sagen, was mich auch ärgerlich macht, dass Menschen davon sprechen, sie seien politikverdrossen oder parteienverdrossen. Mit Verlaub, das ist doch nur eine Entscheidung dafür, dass man zu faul ist, an einem Sonntag zu einer Wahl zu gehen und eine Ausrede dafür sucht, weil man sagt, die sind alle gleich oder was auch immer. Nicht von seinem Wahlrecht Gebrauch zu machen, ist am Ende das Ende von Demokratien, weil Demokratien zerfallen nicht durch einen Knall, die wenigsten jedenfalls. Demokratien zerfallen in schleichenden Prozessen und dann, wenn Menschen eben sie nicht mehr tragen. Und das hast du eben ja auch gesagt, also man hat uns ja im Grunde genommen die Demokratie, man hat sie uns gegeben, man hat uns zur Demokratie hingeführt, die Amerikaner insbesondere. Mir kommt es manchmal so vor, die Tatsache, dass wir die Demokratie damals nicht erkämpft haben, spiegelt sich manchmal in dem ein oder anderen Verhalten und in der ein oder anderen Art und Weise mit Demokratie und auch mit den Institutionen der Demokratie und dem Parlamentarismus insgesamt umzugehen. Und das stört mich, möchte ich sagen, sehr. So, und ich würde das gerne jetzt sehr ernst und substanziell mit dir weiterentwickeln. 40%, mal mehr, mal weniger, aber in den letzten Jahren steigende Tendenz der Deutschen sagen, dass sie der Demokratie nicht mehr vertrauen. Also es geht gar nicht mal mehr um Parteien, es geht um das System. Und wir wissen auch, dass die Partei des Hasses letztendlich das System der Demokratie bekämpft und dass die Oberfläche in ihrem Rassismus und Judenhass abgespielt wird. Aber es geht eigentlich um die Demokratie. Also 40%. Wenn man diese Zahl, die ja seit Jahren sich so entwickelt, sieht, das wüssten wir in der Politikanalyse alle auch, heißt es, dass ein weicher, ein härter gewordener und ein harter Kern von fast der Hälfte der Bundesrepublik Deutschland mit der Demokratie bestenfalls auf Distanz geht. Wenn man das sich vor Augen hält und weiß, dass zum Beispiel in Sachsen die Partei des Hasses bei 30% ist und damit die stärkste Fraktion ist, wird ja das nächste Tabu sehr schnell überschritten. Also unser Tabu war, solche Parteien werden nicht gewählt in den Bundestag oder in Landtagen, sie sind überall gewählt und wiedergewählt. Jetzt ist die nächste Stufe Exekutive. Das ist irgendwie noch ein Tabu, da bemühen sich alle Parteien, das irgendwie hinzukriegen. Bei 30% in Sachsen wird es schwieriger. Meine Frage also ist ein Teil dieser Nachkriegszeit, die vorbei ist, wo viele Menschen aus vielerlei Gründen, auch aus guten Gründen gesagt haben, nee, wir wollen Demokratie auch vorbei, weil während der Demokratie die Demokraten genauso sich letztendlich bequem gemacht haben und vergessen haben, dass man dafür ununterbrochen werben muss. Die runtergehende Zahl von Wahlbeteiligung ist auch nicht neu. Und was kann man jetzt machen, um das, und ich glaube nicht, dass das über homöopathische Möglichkeiten umgesetzt werden kann, um diesen demokratischen Grundkern zu stärken und wieder wachsen zu lassen.
Ja. Da geht es ja jetzt nicht mehr um eine Partei, da geht es jetzt auch nicht mehr um was auch immer. Ich will das mal auch einmal sagen. Man kann das sehr kritisch betrachten, wie du es ja zu Recht auch gesagt hast. Aber diese Bundesrepublik Deutschland und diese Demokratie hat es immerhin fertiggebracht, 3 Jahre Corona über die Runden zu bringen, auch jetzt bei aller Angst, die stattfindet, ja, bei wie viel Geld auch immer dafür aufgewandt wird, einen demokratischen Konsens zu haben, bei den Menschen einen Teil der anstehenden Kosten zu übernehmen. Das alles sind ja Ergebnisse, wo eigentlich die Menschen sagen müssten, ich vertraue den Demokratien, sie kümmern sich um mich. Es kommt zu spät manchmal, es kommt auch zu wenig manchmal, aber die Struktur will das dem Bürger geben, weil es ist ja des Bürgers. Also wenn das alles nicht hilft und ein Teil sich zur AfD bekennen und einige einfach in Niemandsland floaten, was ist denn mit der Demokratie im 21. Jahrhundert, nicht nur in anderen Ländern, du sprachst über Frankreich, sondern auch bei uns? Ist das ein Modell, das passé ist? Nein, ich glaube den Menschen im Übrigen nicht, wenn sie sagen, sie lehnen die Demokratie ab oder sie vertrauen der Demokratie nicht mehr. Am Ende wissen sie in ihrem Innersten, dass das Unsinn ist. Es ist nahezu infantil, so etwas zu sagen, Entschuldigung, weil natürlich spüren sie doch, wenn sie sich andere Beispiele in der Welt anschauen, dass es nur funktioniert in einer Demokratie. Sie sehen doch, dass am Ende bei allen Mängeln, die auch eine Demokratie haben mag, dass beispielsweise Dinge zu lange dauern, ich sage gleich was dazu, dass am Ende es natürlich schon richtig ist, dass Prozesse ausgehandelt werden zwischen den gesellschaftlichen Gruppen. Wenn wir beispielsweise in unserem netten regionalen Parlament im Hessischen Landtag ein Gesetz machen, dann geht das in erster Lesung in den Landtag, dann gibt es Anhörungen. Also das heißt, da wird ausdiskutiert, da kommen gesellschaftliche Gruppen, beispielsweise auch die Handwerkskammer oder die Industrie- und Handelskammer, bringen ihre Sichtweise ein. Ja, und dann dauert das eben länger, aber am Ende ist das etwas, was dann auch steht, was dann stabil ist, was funktioniert und was Hand und Fuß hat. Diese Aushandlungsprozesse sind aber natürlich auch eine lange Zeit lang schlecht gemacht worden. In den Quatschbuden und in den Schwatzbuden hat man von Parlamenten gesprochen. Die Verächtlichmachung dieser Institutionen, die ja einen großen Sinn haben, die am Ende für Stabilität sorgen. Wir müssen auch bei unserer eigenen Sprache darauf achten, dass wir mehr vermitteln, warum wir die Dinge machen, dass die Dinge einen Sinn haben, dass die Dinge aus einem besonderen Grund so passieren, wie sie passieren. Und das Gleiche gilt natürlich auch für diejenigen, die da beispielsweise jetzt in den neuen Bundesländern oder in den jungen Bundesländern auf die Straße gehen. Ich glaube nicht, dass das Rechtsradikale sind. Ich glaube nicht, dass das Demokratiegegner sind. Ich habe mit Frau Schwesig mal länger darüber gesprochen. Die hat mir das erklärt und ich habe sie gefragt, warum ist das bei Ihnen so stark ausgeprägt? Da sagt sie zu mir, das müssen Sie verstehen, Herr Rhein. Einerseits haben diese Menschen schon mal erlebt, dass ihnen ein Staat wegrutscht, dass ihnen alle Sicherheiten wegrutschen, dass in der Familie jeder arbeitslos ist, obwohl er seinen Job gemacht hat, obwohl er sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Zweitens habe ich Sie gefragt, und deswegen ist es gut, dass wir es auch mal hier diskutieren, warum sind so viele Mittelständler und Handwerker auf der Straße? Und dann sagt sie, das müssen Sie auch verstehen, weil sie haben 75 Jahre lang Zeit gehabt, sich Wohlstand zu stabilisieren. Unsere Leute haben 30 Jahre Zeit dafür gehabt. Er ist viel dünner. Und deswegen sind sie voller Sorge, sie sind voller Angst. Und diese Angst artikulieren sie und die anderen nutzen diese Angst und versuchen damit jetzt oder versuchen das auf ihre Mühlen umzulenken. Und ich glaube, wir müssen durch Prozesse, die wir jetzt übernehmen, beispielsweise durch das, was wir jetzt dort in Berlin mit dem Bundeskanzler über viele Etappen getrieben haben, den Leuten zeigen, natürlich sind die Demokraten handlungsfähig. Natürlich ist die Politik in der Lage, Probleme zu lösen. Du hast selbst gesagt, wir haben es bei Corona gezeigt, wir werden es jetzt wieder zeigen. Allerdings muss man auch sagen, und deswegen, Deutschland ist immer ein gutes Beispiel, wir haben natürlich auch gut reden, weil wir finanziell aufgestellt sind, wie wahrscheinlich wenig andere Länder in der Welt und in Europa zumal. Ich habe das Gefühl, wir müssen mehr deutlich machen, dass das alles nicht selbstverständlich ist, dass wir das immer wieder erkämpfen müssen und dass wir uns engagieren müssen. Und deswegen, ich nutze auch eine solche Veranstaltung. Viele Leute haben, ich sage mal, eine Schwelle zur Politik. Die finden das irgendwie komisch und die finden uns auch komisch und die sagen, ach du liebe Güte, ist schon wieder diese Politiker da. Leute, engagiert euch mehr. Unser Grundgesetz ist so angelegt, dass das nicht irgendetwas ist, was von oben auf das Land heruntergestülpt wird, sondern unser System ist so aufgebaut, dass von unten heraus Politik geschieht.
nur dann, wenn Bürger sich engagieren, wenn sie sich beispielsweise auch in der Handwerkskammer engagieren oder wenn sie sich in den Parteien engagieren, wenn sie sich in Institutionen engagieren. Sie müssen einfach etwas tun. Das ist nicht schwer. Es ist manchmal natürlich schöner, zu Hause zu sitzen auf der Couch und ein Glas Wein oder Bier oder was auch immer zu trinken und einen Film zu gucken. Aber manchmal ist es eben auch schöner, am Abend etwas für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft zu tun. Dazu kann man im Grunde nur aufrufen. Also, wenn ich an deinem Platz sitzen würde, nicht als Ministerpräsident, als jemand, der befragt wird, hätte ich genau dasselbe erzählt. Ich hätte wahrscheinlich auch Applaus bekommen. Aber nun kehren wir zu den Realitäten des Lebens zurück. Und mir ist das schon sehr wichtig, dass wir darüber reden, weil es uns ja in der Tat alle betrifft. Gucken wir uns die Symptomatik des Patienten an. Es gibt kaum Bewerbungen für demokratische Positionen und Funktionen. Wer Bürgermeister oder Bürgermeisterin werden wird, das war früher ein ehrenvoller, attraktiver, manchmal auch gut besoldetes Arbeiten. Wir wissen, dass viele kleinere Kommunen händeringend danach suchen, auch mittlere auch. Die Beteiligung an Wahlen haben wir schon besprochen. Die Bereitschaft, eine Demokratie als Streitkultur und nicht als Schreikultur zu betrachten, ist deutlich in Richtung Schreikultur gegangen. Nun können wir in Klammern sagen, das ist das Internet. Ehrlich gesagt, es gab es schon davor. Wir müssen feststellen, das will ich nur hinzufügen, damit wir hier nicht zu sehr abheben, dass als die DDR zusammengebrochen ist, dank der Menschen in der DDR, der rechtsradikale Aufbau der Bevölkerung durch die NPD aus dem Westen organisiert wurde, finanziert wurde zu manchen, der versteckt rechtsextrem war, aber mit viel Geld auch in der Industrie oder sonst wo sowas sympathisiert. Wir müssen feststellen, dass die Demokratieumfrage uns zeigt, dass im Westen es zwar 8-9% weniger sind, aber immer noch mehr als ein Drittel der Bevölkerung sagt, Demokratie öde. Wir müssen feststellen, dass die Menschen beeinflusst sind und sehen, hey, in Amerika ist das erlaubt, Populist zu sein, warum eigentlich bei uns nicht mehr? Und Hitler geht uns auf den Keks, wir wollen endlich so sein, wie wir glauben sein zu wollen. Wir stellen fest, alle sagen, man kann in Deutschland nicht alles sagen, sagen alles und beschweren sich über den Widerspruch, anstatt dann zu sagen, wir diskutieren, sagen sie, siehst du, man kann in Deutschland nicht alles sagen, was man sagen will. Viele Initiativen schlafen mittlerweile ein, weil sie das Gefühl haben, dass sie sich nicht in der Realität der Politik widerspiegeln. Also, ich nehme all das nochmal zusammen, um zu sagen, ich hätte genau dieselbe Rede gehalten. Aber ganz ehrlich, you preach to the converted. Wobei hier auch wahrscheinlich so 10% sind, die sagen werden, naja, also die Sprüche kenne ich auch in- und auswendig. Aber wie erreicht man eine neue Dynamik, auch als eine demokratische Partei, alle demokratischen Parteien, dass man den Leuten vermittelt, das, was du jetzt gerade gesagt hast, und zu einem lustvollen Wachstum von Demokratie führt? Diese Frage, glaube ich, ist so existenzentscheidend wie Krieg und Frieden in unserem Land. Und ich bin auch gespannt, wie viele Leute bei Abendessen konfrontiert waren in den letzten Jahren, das beginnt mit 2015, wo am Tisch einer sagt, ach, diese Scheißdemokratie, das geht mir alles so auf den Keks und schau dir mal die Politiker an, fliegen mit ihren Flugzeugen durch die Gegend und geschwiegen hat. Und die Demokratie eben nicht mehr vertreten hat. Also wo stehen wir denn tatsächlich? Also ich glaube, das ist ja ein Grundproblem, dass wir uns zu wenig selbst involvieren in gewisse Dinge. Das, was du sagst zu dem Thema, die Demokratie ist doch scheiße und keiner steht auf und sagt, hör mal, hast du noch alle Tasten im Schrank? Was ist denn die Folge von dem, was du sagst? Diktatur ist die Folge, weil es gibt dazwischen nichts zwischen Demokratie und Diktatur. Es gibt nur entweder oder. Eine Mischform gibt es nicht, erstens. Zweitens, das haben wir doch auch beim Thema, wenn da einer plötzlich aufsteht und irgendwelche antisemitischen Sachen erzählt und man nicht einschreitet, sondern man es einfach so laufen lässt. Die Zeiten sind vorbei, das können wir uns nicht mehr leisten. Und deswegen, man aber muss... Wir leisten es uns. Wir leisten es uns. Wir sind aber im Grunde genommen in einer derart komfortablen Lage, weil heute musst du ja kein Held sein, wenn du irgendwo aufstehst und die Sachen wieder gerade rückst. Und da muss jeder für sich, da braucht man auch keine Politiker für, sondern jeder muss für sich
sich selbst an seiner Nase greifen und muss sagen, das sind jetzt Dinge, die ich nicht mehr zulassen möchte, weil was ist die Folge davon? Wenn dann plötzlich, das erleben wir doch auch immer in allen politischen Prozessen, einer sagt's, dann schweigen die und dann sagt es der Zweite und dann sagt es der Dritte und plötzlich fangen die so an, sich auf die Schenkel zu klopfen. Und dann werden es immer mehr. Man muss frühzeitig eingreifen und man muss frühzeitig sagen, was richtig ist und man muss frühzeitig sagen, was falsch ist. Und es kann auch sein, dass man sich vielleicht in dem Moment einfach unbeliebt macht. Wir wollen alle gerne beliebt sein, aber das kann halt eben auch die Folge davon sein. Kann man auch sagen, dass ich sage, dass generell die Politik nicht früh genug reagiert auf vielen dieser Ereignisse, sonst würden wir ja nicht feststellen, dass es schlimmer wird. Naja, die Politik, das ist schwierig, weil das ist mir ein zu großer Begriff, die Politik. Ich glaube, das ist wie alles, was wir eingangs besprochen haben. Man lässt manche Prozesse viel zu lange laufen und richtet sich ein, macht sich's bequem. Man darf sich's nicht bequem machen, man muss es sich unbequem machen und man muss eben die Dinge eben von vorne nehmen. Und ich glaube, tut mir leid, ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Das ist einfach was, das kann einem niemand verordnen und das kann einem im Übrigen, das kann man auch nicht auslagern, das kann einem die Politik auch nicht abnehmen. Das muss man halt selbst machen. Jetzt machen wir mal einen Übergang, damit die Präsidentin auch gleich zu uns kommt mit konkreten Fragen. Menschen sind momentan unter hohen Stressoren, also 2 Jahre Corona, was auch immer man zur Maske gesagt hat oder nicht. Ich kann nur sagen, ich bin froh, ich hatte jetzt gerade Covid zum ersten Mal, dass ich geimpft bin, weil ich wirklich festgestellt habe, es gab plötzlich so einen Moment, da waren die Symptome weg, also anders als bei der Grippe, wo es wirklich so ausläuft. Aber Covid ist immer noch eine Realität. Wir haben den Krieg. Und trotzdem habe ich noch immer das Gefühl, dass viele Leute, ja, wie soll ich das sagen, immer noch nicht begreifen, dass wir Krieg haben. Jetzt sage ich, wir Krieg, wir auch. Aber wo sie es begreifen, ist in ihrer Existenzvorstellung und Realität, wo sie es begreifen, sind die 15% Menschen, die sowieso sehr schwer leben, ökonomisch. Und wo wir es begreifen, ist, dass mit dieser ökonomischen Frage wir auch merken, dass unsere Legende, die wir uns erzählt haben, wir sind die Player, die bestimmen, sich wandelt, vielleicht ja, aber wir sind auch die, über die man bestimmt. Das sind alles Kränkungen, das sind alles auch Momente, wo man denkt, ich war doch bisher autonom, jetzt bin ich es nicht. Ich war doch eigentlich auf der richtigen Seite, bin ich es wirklich noch? Also die Leute haben viele Sorgen. Und die Leute haben auch Sorgen, was bedeutet das in den nächsten Jahren? Also diese Zukunftslegende, irgendwie, es gibt zwar immer Schwierigkeiten, aber alles wird gut. Und im Prinzip ist Mallorca uns sicher. Das alles ist sehr schwierig und über all dem schwebt etwas, was sich Umwelt nennt, was sich Natur nennt, was auch bedeutet, in dem Fall benutze ich diesen Begriff Verzicht. Und wir Menschen sind ja eigentlich in der Lage, nur in sehr kurzen Zeiträumen wirklich uns was vorzustellen, aber was in 30 Jahren ist. Die Menschen sind also zutiefst verunsichert. Was bedeutet das denn, wenn man in exekutiver Verantwortung steht, egal auf welcher Ebene, damit umzugehen? Ist nicht ein Teil der Verdrossenheit, berichte ich jetzt, dass die Leute, Teile der Bevölkerung, das ist gar nicht jetzt AfD, seit Jahren doch das Gefühl haben, dass weder ihnen genug erklärt wird, noch dass sie sich genug erklären können. Und dass aus diesen 2 Tonspuren, aus ihrer Wahrnehmung, bei denen, um die es geht, eine Frustration entsteht, die jetzt in so einer extremen Zeit zu einem Rückzug oder zu einer Ablehnung und damit zu einem überhaupt nicht mehr Zuhören geführt hat. Und was bedeutet das ganz konkret, wenn man jetzt Entscheidungen treffen muss, wenn man Verantwortung tragen muss, einmal auf der pragmatischen Ebene, über die werden wir ganz gleich reden. Aber wenn man spürt, dass die Werte, die wir uns vorsingen, in Wirklichkeit ganz schön Ohrenschmerzen mittlerweile machen, weil es sehr dissonant ist,
Was bedeutet das? Wie geht man damit um, neben dem Konkreten? Also was erzählt man sich und anderen Menschen? Eins kann ich erzählen, nämlich, dass Demokratien in Europa keinen Krieg gegeneinander geführt haben seit 100 Jahren. Es waren nie Demokratien, die Demokratien angegriffen haben. Aber wir wissen, dass wir über Werte sprechen wie Gerechtigkeit, wie Freiheit, wie Vielfalt, wie all diese Dinge. Also ist das Grundgesetz wirklich nur noch ein Stück Papier? Wo sind denn diejenigen, die das erklären? Über einen Verfassungstag hinaus. Also, was bedeutet das, fragst du, und wo sind die, die es erklären? Also, ich glaube, ich will es sagen. Das ist natürlich ein enormer Druck, der auf uns lastet. Das ist ein enormer Druck, der auf denen lastet, die die politische Verantwortung tragen in einer solchen Situation. Man muss sich das vorstellen. Erst die Corona-Krise, Menschen sterben. Wir müssen mit einer völlig neuen Situation umgehen, haben auch keine echte Blaupause. Die spanische Grippe hatten wir, ja, da gibt es natürlich Parallelen, aber in einer völlig anderen Zeit. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, von denen wir ja nie zu, also die ja niemand jemals ergreifen wollte. Lockdowns, Ausgangssperren. Erinnerst du dich daran, wie das war, dass man zu einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr auf der Straße sein durfte, dass wir Menschen gesagt haben, du musst deinen Laden oder deinen Betrieb zumachen? Dagegen war die Maskenpflicht ja noch ein mildes Mittel. Also, die Menschen haben ja auch das Rauchen aufgegeben, ja, mit dem Argument, andere damit passiv rauchen zu Krebs zu führen. Und als wir einen Lockdown gemacht haben, habe ich das ja nicht meinetwegen gemacht, sondern zum Beispiel für meine, ja, Schwiegermutter. Das nennt man Solidarität. Auch nochmal ein Grundwert von demokratischen Gesellschaften. Das ist ja auch eines dieser Dinge, wo wir Risse erkennen. Solidarität, ja, aber Hauptsache, ich bin nicht dabei. Aber das musste man natürlich auch erstmal erklären, dass vieles von dem, was wir machen, beispielsweise eben wir machen für unsere Großmütter oder für unsere Eltern, die eben zu den sogenannten vulnerablen Gruppen gezählt. Aber ich wollte auch nicht angesteckt werden ohne Impfung. Natürlich nicht. Aber trotzdem hat es am Ende funktioniert. Und nichtsdestotrotz war es ein enormer Druck, dass wir überhaupt einen Impfstoff in so kurzer Zeit bekommen haben. War natürlich eine enorme Erleichterung. War aber auch, ich will jetzt nicht die Politik dafür loben, dass es einen Impfstoff gab, aber trotzdem hat natürlich das System schon funktioniert, weil über Forschungsförderung, über das in den Mittelpunkt stellen von bestimmten Themen, hat natürlich da das eine ins andere gegriffen. Natürlich waren es am Ende Forscherinnen und Forscher, die das gemacht haben. Und zwar international. International, so. Es ist ein enormer Druck, zumal es eine globale Krise ist, eine globale Pandemie ist. Und jetzt kommt im Grunde genommen die nächste große Krise. Ich möchte die gar nicht gegeneinander aufwiegen, die Krisen, weil in der Pandemie sind Menschen ums Leben gekommen. Das ist im Augenblick nicht der Fall bei der jetzigen Krise. In Deutschland nicht. In der Ukraine schon. In Deutschland hat es auch Tote gegeben, selbstverständlich. In der Krise, wir reden vom Krieg, in der Pandemie. Ja, ich habe jetzt gerade nicht vom Krieg gesprochen. Gut, ich rede jetzt von der für uns, ja, dann will ich doch noch einen Schlenker machen. Das ist unsere Gegenwart, die uns alle auch irgendwie nervt. Also man darf eins nicht vergessen. Erst waren wir alle wahnsinnig ergriffen. Erst haben wir alle die Ukraine-Flagge aufgehängt. Erst haben wir alle unter die Ukraine-Flagge geschrieben. Und plötzlich begriffen wir aber dann, dass es nicht nur ein Krieg irgendwo ist. Im Übrigen gibt es jeden Tag irgendwo auf der Welt Krieg. Darüber reden wir auch viel zu wenig. Aber das war jetzt der Krieg vor unserer Haustür. Und dann merkten wir plötzlich, mit dem Krieg geht etwas einher. Und dann war uns das mit dem Frieden und den Menschen in der Ukraine gar nicht mehr so wichtig, sondern da ging es plötzlich dann darum, ist es nicht vielleicht besser, wenn die mal miteinander verhandeln, die Russen und die Ukrainer? Wie will man eigentlich miteinander verhandeln? Hast du nicht gesagt, da kommt einer zum Mittagessen und bringt anstatt Kuchen Kugeln mit dem kann man nicht reden und mit dem kann man auch nicht verhandeln. Genauso ist es. Aber das haben wir dann auch ein bisschen ausgeblendet. Und nichtsdestotrotz, und deswegen habe ich Druck gesagt, hat ein Politiker da überhaupt gar kein Werturteil über Menschen abzugeben, weil sie eben natürlich infolge des Krieges auch enorme Sorgen haben. Menschen haben Sorgen, wie
Wie ist der Winter? Wie wird der Winter? Selbst in Deutschland. Unternehmer, Handwerker, Betriebe haben Sorgen, wie geht das weiter mit dem Wirtschaften? Und auch das muss man regeln. Und ich glaube, man kann das nur dann regeln, wenn man eben wirklich handlungsfähig ist, wenn man konzentriert die Sachen zu einem Ende führt und wenn man am Ende auch dafür sorgt, dass es Lösungen gibt, über die man nicht endlos diskutiert. Man muss über sie diskutieren, dass sie Hand und Fuß haben, aber man muss sie zu einer Lösung führen, dass die Menschen wissen, gerade die demokratischen Prozesse, gerade diese Prozesse dieses Staates führen dazu, dass dir, wenn es überhaupt nicht mehr geht, geholfen wird. Das war, glaube ich, der Auftrag. Also ich würde das mal noch mal so zusammenfassen, dass ich das, was du erzählt hast, als die pragmatische Ebene nenne. Ja. Die Frage, die sich natürlich in den Jahren immer mehr aufgelöst hat, ist, auf welchem Grundwertekanon reagieren wir? Und wir erkennen ja die Doppelmoral. Also nehmen wir die Ukraine und etwas, was ja wieder in Deutschland sehr diskutiert wird, nämlich es kommen zu viele Menschen nach Deutschland. Momentan sind es tatsächlich vorwiegend Ukrainer und Ukrainerinnen. Auf welchem Boden bewegen wir uns? Und zwar in dem Fall den Menschenrechten. Wir erkennen die etwas ältere Problematik im Mittelmeer. Italien aufgrund einer neuen Regierung sagt, wir lassen niemanden mehr aus den Booten, die eine deutsche Flagge haben, zu uns rein. Wir sehen, die Polen haben 1,5 Millionen Ukrainer und Ukrainerinnen aufgenommen. Wir sind bei knapp 1 Million und diskutieren, ich nehme diese furchtbare Metapher, das Boot ist voll und wir sind überfordert und wir können nicht und wir wollen nicht. Und meist sieht man, es liegt an den Verwaltungen, die diese Prozesse so kompliziert und komplex machen, dass dann Stau in der Tat entsteht, Vorsorge nicht getroffen wurde. Also man tut, aber eigentlich weiß man nicht, auf welchem Boden diese Handlungen entstehen. Also sie sind sogar erfolgreich, aber so einen richtigen inneren, eine Spiegelung findet nicht statt, weil Moral und Doppelmoral austauschbar sind. Ich finde das noch schlimmer als Moral und Doppelmoral. Sie sind ausgetauscht. Man tut es, aber warum tut man es? Und du hast es angesprochen, und damit will ich eigentlich diese Fragerunde beenden, weil wir ja schon nicht mehr nur über Hessen und Deutschland reden. Du sprachst Frankreich an. Italien gehört zu den 4 großen Ländern Europas. Da wollen wir jetzt nicht kleinlich werden. Und Frankreich steht auch vor der Tür. Und abgesehen davon sehen wir, dass ohne dass es nötig ist, wie in Schweden, es hätte keine rechtsextreme Partei zur Koalition aufgenommen werden müssen. Es gab noch andere mathematische Möglichkeiten, selbst diese Schranke nicht mehr existiert. Wenn man also gar nicht lang und weit denkt, sondern sich überlegt, dass in kurzer Zeit Frankreich wählen wird, Macron kann nicht mehr aufgestellt werden, Marine Le Pen hat einen sehr jungen Menschen jetzt nach vorne getragen, müssen wir doch, wenn wir verantwortlich denken, so wie man weiß, der Krieg begann in der Ukraine 2014, verdammt nochmal, und nicht jetzt, so wie wir wissen, dass andere Dinge auf uns zukommen, also eine Zahl wie 40% Menschen, die nicht mehr auf Demokratie stehen. So wie man weiß, dass die Europäische Union bei allem, was sie bisher übrigens geschafft hat, was man vor 100 Jahren militärisch gelöst hat, mit zwar ganz tiefen Augenringen, aber irgendwie am nächsten Morgen schießen wir nicht aufeinander und trotzdem merken wir, die Grundlage der EU, nämlich Menschenrechte und Demokratie, haben viel zu viele Länder aufgegeben. Wenn man das alles merkt, und jetzt komme ich abschließend, wie ich begonnen habe, zu der Aussage des Bundespräsidenten. Und das gilt für uns alle. Das will ich wirklich nur noch mal gesagt haben. Und er sagt, die Nachkriegszeit ist vorbei. So, und jetzt? Jetzt kommt das, was ich geschildert habe, werden wir vieles von den Gewissheiten, die wir uns angewöhnt haben, neu vermessen müssen. Das ist in einer Nachkriegszeit so. Bei uns hat sie eben sehr lange gedauert. Und das bedeutet, dass wir uns insbesondere außensicherheitspolitisch neu aufstellen werden müssen. Wir werden unsere Beziehungen, auch wirtschaftliche Beziehungen, in die Welt neu aufstellen müssen. Ein unglaublich langer Prozess. Und der wird auch schwierig werden. Und der wird auch zu Verunsicherungen führen. Und der wird an der einen oder anderen Stelle auch zu Unzufriedenheit
Unzufriedenheiten führen. Aber er ist ersatzlos, er ist alternativlos, so ungern ich das Wort sage. Und wir werden ihn nur in einem, ich sag mal, demokratischen, gut verfassten, auch sozialen Gemeinwesen, wie wir das haben, bewältigen können. Kannst du verstehen, dass viele Menschen, die jetzt in dem Sinne dir zuhören, aber das ist nicht persönlich gemeint, sich die Frage stellen, wann beginnen dann die demokratischen Parteien uns vorzustellen, wie sie sich das vorstellen? Naja, das ist ja eine Diskussion, eine Debatte und eine Aufstellung, die läuft. Das muss man schon sagen. Also bei aller Kritik an dem, was in Berlin geschieht, ich bin sehr glücklich, dass wir uns auch mittlerweile wieder mit der Bundeswehr beschäftigen. Dass wir auch die Bundeswehr wieder so ausstatten, wie die Bundeswehr ausgestattet werden muss. Aber es war doch ein nahezu deutscher Konsens, dass man damit eher so ein bisschen zurückhaltend umgeht. Können wir den Bürgern und Bürgerinnen sagen, dass vor 2035 diese Bundeswehr ihren Namen nicht verdient? Und dass das mit 100 Milliarden auch nicht geschieht? Ich meine, ja, aber muss man also, das nicht ergänzen? Also, weißt du, Michel, ich führe doch gerade die Diskussion. Im Übrigen bin ich da voll auf der Seite des Bundespräsidenten, dessen Partei das vollständig anders sieht, über die Dienstpflicht beispielsweise. Über eine allgemeine Dienstpflicht für junge Leute. Man hat sich doch daran gewöhnt, dass man nach der Schule nach Australien fährt oder wo auch immer hinfährt und eben nichts für die Gemeinschaft leistet. Und das gehört zu all diesen Dingen dazu. Wir werden uns in diesen Fragen verändern müssen. Und das wird auch heißen, dass es an der einen oder anderen Stelle ungemütlich wird. Aber wenn wir über das Thema diskutieren, hat man eigentlich fast mehr Gegenwind, als dass man die Gewissheit hat, ja, wir werden uns mehr in den Dienst der Gesellschaft stellen müssen. Mich irritiert das zutiefst, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hatte auch gar nicht gedacht, dass es da so viel Gegenwind gibt. Für mich war es selbstverständlich, dass ich nach der, also bei mir war es so, ich bin dann später gezogen worden, nach meinem ersten Staatsexamen, habe ich zwar keinen Wehrdienst geleistet, aber sehr bewusst Zivildienst geleistet in einem Behindertenwohnheim, weil mir das einfach wichtig war, etwas zu machen, was ich nie wieder im Leben machen würde. So, und wenn ich heute darüber diskutiere, erfahre ich eher Ablehnung zu dem Thema. Das sind Gewissheiten, die werden wir aufgeben müssen, wir werden uns mehr anstrengen müssen, wir werden, trotzdem müssen wir die Diskussion führen. Ich finde es richtig, die Diskussion Und wir werden 400.000 Menschen, das diskutieren wir jetzt auch schon seit Jahren überparteilich, jedes Jahr brauchen, die in Deutschland einwandern, damit wir nicht vergreisen und damit auch das Handwerk genug Mitarbeiter hat. Mal sehen, wann wir damit beginnen. Herzlichen Dank, Boris Rhein. So, es geht jetzt so weiter, bitte, dass Frau Haus konkrete Fragen stellen wird an Boris Rhein und Sie, meine Damen und Herren, auch, wenn Sie wünschen, ein paar Fragen uns mitgeben, damit wir sie in das Gespräch mit dem Ministerpräsidenten integrieren können. Also seien Sie nicht schüchtern, ich bin es auch nicht. Und Boris Rhein freut sich auf jede Herausforderung, damit er sich heute Abend nicht langweilt. In dem Sinne, wenn Sie Fragen haben, bitte geben Sie sie uns weiter. Jetzt haben Sie das Wort und ich kann mich ausruhen. Ja, ich präsentiere heute Abend natürlich das Handwerk, vielleicht so ein bisschen das notleidende Handwerk, das sehen Sie schon an meiner Sitzgelegenheit hier. aber natürlich, jetzt haben wir über das große Ganze gesprochen und ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, jetzt machen wir mal Butter bei die Fische. und Scherz beiseite, unsere Betriebe leiden. Unsere energieintensiven Betriebe, das muss ich Ihnen nicht erklären, sind in großen Schwierigkeiten und es gab schon die eine oder andere Schließung. Auch das muss man nicht erläutern, weil einfach die Menschen mit dem Rücken zur Wand stehen. Damit gehen natürlich auch Arbeitsplätze verloren, regionale Angebote werden weniger und natürlich können auch Kostensteigerungen nicht eins zu eins an die Verbraucher weitergegeben werden. Wann kommen die von der Politik angekündigten Unterstützungsleistungen und wie sieht auch das hessische Ergänzungsprogramm aus? Auf was können wir uns da verlassen? Also der Prozess hat lange gedauert, viel zu lange gedauert, weil wir natürlich, da sind wir wieder eigentlich bei unseren Themen, weil wir uns an Luxus gewöhnt haben. Wir haben uns an den Luxus gewöhnt, einfach auf die Kernkraft zu verzichten. Wir haben uns an den Luxus gewöhnt, zu sagen, wir stellen dann und dann Kohleverstromung ab. Wir haben uns an den Luxus gewöhnt, im Übrigen auch Windräder, jeder, der irgendwo ein Windrad hinbauen will,
ist sofort in einem Klageverfahren. Niemand will ein Windrad vor der Haustür haben. Deswegen haben wir in diesem Jahr nur 49 Windräder genehmigen können, obwohl wir eines der Länder sind, was die 2% Vorrangfläche längst ausgewiesen hat. Also das hat alles seine Seiten. Und jetzt will ich ganz konkret zu der Frage sagen, das hat viel zu viel Zeit gekostet. Erinnern Sie sich mal, wir haben noch 3 Atomkraftwerke, die können 10 Millionen Haushalte versorgen. Wir haben uns aber die Zeit genommen, darüber zu diskutieren, geht das überhaupt? Kann man Brennstäbe für die besorgen? Dann gab es einen Stresstest, dann war das Ergebnis, naja, von den 3 nehmen wir 2 in Reserve und so weiter und so fort. Ich will das jetzt nicht ausführen. Dann wurde eine völlig unsinnige Diskussion über diese unselige Gasumlage geführt. So, und dann haben wir endlich das gemacht, was wir immer schon vorgeschlagen haben. Wir haben endlich über eine Gaspreis- und Strompreisbremse gesprochen. Hätte man 3 Monate vorher, hätte man das locker hinbekommen können, hätte man locker die Dinge einleiten können. Zwischendurch hat die Bundesregierung den Ländern auch noch ein Entlastungspaket auf den Tisch geknallt, 70 Milliarden Euro für das Land Hessen, weil in Deutschland alles miteinander verknüpft ist. Also es tut mir leid, dass ich so lange beantworten muss, weil die Dinge eben so kompliziert sind. 70 Milliarden, und ich will auch erklären, warum vieles eben lang gedauert hat. 70 Milliarden Euro, davon hätten wir pro Jahr strukturell 1 Milliarde zahlen müssen. 1 Milliarde bei einem 35 Milliarden Haushalt, das steckt man nicht einfach so weg. Und deswegen haben wir mit der Bundesregierung diskutieren müssen, weil es so nicht funktioniert und weil man sich das alles hätte sparen müssen, wenn man es besser vorbereitet hätte. Jetzt haben wir ein Ergebnis. Es ist ein Sieg des Föderalismus, dieses Ergebnis. Und es zeigt auch, dass die Dinge gut sind, wenn man sie ordentlich aufstellt. Ich glaube, dass wir alle sehr davon profitieren werden, insbesondere auch die Wirtschaft, insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen, insbesondere auch die Industrie, aber natürlich auch Privathaushalte. Was kann ich meinen Mitgliedsbetrieben sagen? Sie können sagen? Ihren Leuten sagen, dass wir im Dezember die erste Abschlagszahlung, das ist der erste Schritt, Abschlagszahlung Dezember wird vom Staat gezahlt. Zweite Lösung. Das heißt, für den Bürger, die Bürgerin oder die Unternehmen ist es neutral. Die normale Abschlagszahlung wird übernommen. Das ist der Einstieg. Zweitens, die Gaspreisbremse und die Strompreisbremse treten in Kraft. Die Gaspreisbremse wahrscheinlich rückwirkend zum Februar, die Strompreisbremse sofort zum 1. Januar. Und das gilt für bei Privathaushalten und kleineren und mittleren Unternehmen für 80% des Vorjahresverbrauches gibt es einen gedeckelten Preis von 12 Euro Cent pro Kilowattstunde. Wenn Sie heute aushandeln würden, würden Sie im Durchschnitt wahrscheinlich bei neuen Gasverträgen bei über 21 Cent liegen, wahrscheinlich weit drüber. Das ist ein Durchschnittspreis, das macht die Dimension deutlich. 12 zu 21 Cent werden wirksam. Für die Industrie wird es so sein, 70% des Vorjahresverbrauches für, ich glaube, 7 Cent, müsste ich gleich in die Zahlen reinschauen, aber ungefähr so verhält es sich. Das sind die ersten Schritte, die jetzt wirksam werden. Wie gesagt, Dezember ist die Umlage, die vom Staat übernommen wird. Rückwirkend zum 1. Februar Gaspreisbremse, 1. Januar Strompreisbremse. Was ist denn mit denen, die mit Öl, Pellets heizen? Und was wird Hessen noch ergänzen können? Danke, hatte ich ganz vergessen. Hessen komme ich auch noch zu. Öl und Pellets. Für Öl und Pellets gibt es für den privaten Verbrauch gibt es eine Härtefallregelung, die vorgesehen ist, was Holz, Pellets und Öl betrifft. Das wird eine Erleichterung werden. Ich bedauere sehr, dass gerade hier der Bund nicht beweglich gewesen ist. Ich hätte es für richtig gefunden, dass gerade hier der Bund auch die Industrie aufnimmt, weil wir eben insbesondere ja die Industrie dazu gedrängt haben, den sogenannten Fuel Switch vorzunehmen. Jetzt haben wir den Fuel Switch vorgenommen und es gibt keine Regelung für Sie. Wir werden als Land, das bedauere ich, es ist falsch, es ist schlecht, es wird sich aber, ich bin der festen Überzeugung, es wird, wenn das, das ist im Rahmen einer Härtefallregelung. Härtefallregelung, da haben wir, glaube ich, ungefähr einen Schutzschirm von 12 Milliarden Euro. Wann bin ich denn im Handwerk ein Härtefall? Ja, das muss ich Ihnen sagen, Frau Haus, das müssten wir uns dann anhand, also Sie sind dann ein Härtefall, wenn Sie eben die normalen Verbrauche, die ich eben dargestellt habe, Gas und Strom, wenn Sie da aufgrund, das wird eine Regelung werden, wahrscheinlich insbesondere unter anderem für das Bäckerhandwerk, wo natürlich Sie mit den Deckelungen nicht zurechtkommen werden und auch mit den Kontingenten nicht zurechtkommen werden, was einfach in der Natur der Sache liegt. Wird denn ein energieintensives Handwerk nicht wie die Industrie einsortiert?
Naja, das liegt an den, das liegt an den, an den, an den, an den, an den, an den Abnahmemengen. Also ich bin der festen Überzeugung. Aber für einen Bäcker ist das genauso viel wie in der Relation für die Industrie. So, und deswegen hat der Bund, es ist ja ein Programm des Bundes, deswegen hat der Bund gesagt, das fällt dann unter Härtefälle. Das werden diese Regelungen sein. Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir am Ende einen ausformulierten Gesetzestext haben, wenn wir alles sehr genau sehen. Das hier ist die Aufgabe von Herrn Habeck und seinem Ministerium. Das ist eine große Aufgabe, muss man schon hinzusagen, weil es ein komplexes Werk ist. Werden wir sehen, dass so viele Härtefälle gar nicht berücksichtigt werden müssen, weil durch die allgemeine Bremse sehr viel erledigt werden wird. Man darf das nicht vergessen, das sind 200 Milliarden Euro, die dieser Schirm bedeutet. Das ist eine riesige Summe. Ich glaube, die größte Summe, die wir jemals für eine solche Bewältigung zur Verfügung gestellt haben. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir Probleme damit lösen. Aber, Frau Haus, in der Tat stimmt das. Wir werden, also es ist nicht alles for free und es ist auch nicht alles geregelt. Es wird an der einen oder anderen Stelle immer eine Kante geben, wo es möglicherweise Einschränkungen gibt. Ich glaube trotzdem, wenn Sie sich das Regelwerk anschauen, dass wir wirklich die allermeisten Fälle damit regeln und bei den allermeisten Fällen, wahrscheinlich bei der absolut überwiegenden Anzahl der Fälle, eine enorme Entlastung haben werden. Und wie wird Hessen ergänzen? So. Hessen, es macht ja keinen Sinn, dass wir jetzt, also wir legen ein 200-Millionen-Programm auf, flankiert von Mikroenergiedarlehen, flankiert von einem 3-Milliarden-Euro-Wirtschaftshilfeprogramm, was wir möglich machen können. Das ist ein Programm, was passgenau sein soll, was subsidiär zu den Regelungen des Bundes sein soll. Es macht keinen Sinn, dass wir beides gemeinsam machen. Und das bedeutet, alle, die durch den Rost fallen des Bundes, werden durch hessische Hilfen aufgefangen. Und ich will Ihnen ein Beispiel sagen, also auch das interessiert die Leute. Der Bund hat sich nicht in der Lage gesehen, neben den Kultureinrichtungen in die Härtefallregelungen auch den Sport aufzunehmen. Das ist totaler Quatsch, aber und ich habe auch sehr deutlich gesagt, Leute, spielt doch nicht das eine gegen das andere auf. Man kann doch nicht nur die Kultureinrichtungen berücksichtigen, man muss doch auch die Sporteinrichtungen berücksichtigen. Und ich bin wirklich unverdächtig, weil ich war Sportminister und ich war Kulturminister. Deswegen in meinem Herzen oder in meiner Brust schlagen beide Herzen. Bund wollte das nicht. Aber das wird beispielsweise dann ein solcher Fall sein, wo das hessische Programm greift und wo wir die Sportvereine unterstützen werden. Sie haben eben gesagt, es gibt Mikrodarlehen, es gibt Bürgschaften. Wir haben eben aber auch darüber gesprochen, dass wir gerade die Corona-Pandemie hinter uns haben. Und auch da gab es für viele Betriebe keine andere Möglichkeit, als Kredite aufzunehmen. Die waren am Anfang tilgungsfrei, die beginnen jetzt in die Tilgung zu gehen. Gibt es denn vielleicht auch verlorene Zuschüsse? Ist das denkbar oder bitte berücksichtigen Sie das? Ich will das ergänzen. Bitte? Ich will das kurz ergänzen. Das, was unter Corona-Zeiten war, war zu einem Zinssatz von deutlich unter einem, teilweise einem halben Prozent. Wir wissen, dass wir in den nächsten 1 bis 2 Jahren wahrscheinlich zwischen 5 und 6% bei Hypotheken und bereits jetzt bei 10% bei Kontokorrentkonten sind, Tendenz deutlich steigen. Das bedeutet, selbst wenn die KfW das etwas reduziert, bedeutet es jetzt, wenn du verschuldet bist, auch wenn 3 Jahre oder 4 Jahre Tilgungsaussetzung ist, wenn gewirkt wird, alles schön und gut, aber irgendwann kommt der Postbote oder eine E-Mail und sagt dir, und jetzt Kapital und Zinsen. Und bei 5% und 6% und 7% oder Kontokorrent bei über 11% zur Inflation von 10% wissen wir, da muss ich jetzt nicht BWL studiert haben, es wird nochmal eng. Deswegen will ich die Frage nochmal vertiefen. Wenn wir uns ehrlich machen, warum reden wir nicht darüber, dass das Kredite sind, die im Prinzip nicht zurückzahlbar sind oder Teile davon. Das glaube ich nicht, dass wir, das sind keine verlorenen Zuschüsse. Sie sind nach Regeln gewährt werden und geworden und nach diesen Regeln werden sie auch zurückgezahlt werden. Die Frage von Frau Haus, ob wir in einer dann sich sozusagen zusätzlich bildenden, schwierigen Lage prolongieren oder in der Frage der Rückzahlung liberale Regelungen einführen. Das ist eine andere Frage. Darüber kann man durchaus regeln. Das muss man sich im Einzelfall anschauen. Also ich glaube Ich rede nicht von Prolongation. Also ich rede schon davon, dass die Betriebe einfach Geld brauchen und sie würden es gerne nicht zurückzahlen, weil sie es nicht können. Das wird, also wer es nicht kann, ist ein Härtefall.
Das wird dann eben anhand eben einer Härtefallregelung auch sich an, das muss man sich sehr konkret anschauen. Aber also ganz ehrlich, also die Nullmentalität, da muss ich in aller Deutlichkeit sagen, also das bin ich auch vom Handwerk nicht gewohnt. Nein, ganz und gar nicht. Also das kenne ich auch von Handwerkern nicht. Dass Handwerker sagen, wenn sie etwas in Anspruch nehmen, wollen sie es auch zurückzahlen. Es geht um Betriebe, die mit dem Rücken an der Wand stehen und eben nicht nochmal zusätzlich Kredite einfach. Das ist eine ganz andere Frage. Und da wird es selbstverständlich Regelungen geben, die wir uns anschauen. Aber wir haben ja auch noch das Thema, weil wir eins nicht vergessen, Frau Haus, da bin ich sehr um Verständnis. Also alles, was wir machen, geschieht ja in einem rechtlichen Rahmen. Also wir können jetzt nicht vollständig uns außerhalb des Rechtes bewegen, insbesondere nicht außerhalb des EU-Beihilferechtes. Das muss man sehr genau machen. Aber ich hab das Anliegen verstanden und bin in der Sache vollständig bei Ihnen. Dafür muss es Regelungen geben. Das Handwerk hat schon immer versucht, erstmal die Probleme selbst zu lösen. Wir haben auch nie darüber nachgedacht, ob zu viele Flüchtlinge da sind, sondern wir haben sie eingestellt. Ja. Genau. Also insofern sind wir sehr pragmatisch unterwegs und darauf können Sie sich auch in Zukunft verlassen. Aus eigener Kraft haben wir schon sehr viel gestemmt und das wird auch so bleiben. Nein, also das ist auch wirklich allen parteiübergreifend in der Politik bewusst. Und dafür sind auch alle wirklich unglaublich dankbar. Das Handwerk hat Probleme gelöst und nicht geschaffen. Also das wollen wir mal in aller Klarheit feststellen. Ja, ob jetzt Krise oder nicht Krise, die Energiewende ist da. Ohne ausreichende Fachkräfte können wir das nicht umsetzen. Und wie sehen da die Unterstützungspläne der Landesregierung aus, um mehr junge Menschen auch insgesamt für Arbeit zu begeistern, will ich mal frech sagen, aber insbesondere für Arbeit im Handwerk? Und wir haben ja schon seit vielen Jahren das Thema Werkunterricht. Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon zu den Ohren rauskommt. Nein. aber das ist eine wichtige Frage, weil wir der Ansicht sind, dass wenn man junge Menschen auf diese Art und Weise eben an diese Grundskills heranführt, und ich sage immer, es kann auch einem späteren Juristen nicht schaden, wenn er ein Bild an die Wand hängen kann. Also diese Grundfähigkeiten... Kannst du das nicht? Sie hat mich nicht angeschaut. Das wollen wir jetzt hier nicht diskutieren. Ich verweise auf meinen Anwalt. Kein Kommentar ohne meinen Anwalt. Aber wie sieht das aus? Wird es sowas geben? Können Sie sich dafür stark machen, dass wir auch den Werkunterricht wieder an den Schulen einführen? Sehen Sie das auch als ein Grundelement von jugendlicher Bildung? Also ich hatte Werkunterricht und bei mir hat... Können Sie das mit dem Bild aufhängen sicher auch? Ja, war eher. Ich also ich nicht. Glaube, es würde Ihren Ansprüchen nicht genügen, wenn ich das mache. Aber ganz ernsthaft, ja, das kann ein Teil sein. Die Lösung, das wissen Sie viel besser als ich, die Lösung muss viel, viel, viel größer sein und sie ist nicht einfach, sonst hätten wir es ja gemeinsam schon hinbekommen. Wir, also in der Frage versucht ja Politik und Handwerk immer gemeinsam zu marschieren. Und wir haben natürlich auch, es ist die Grundfrage, warum gehen so viele Leute studieren und warum entscheiden sich so wenige Leute fürs Handwerk? Das ist die Frage Nummer 6 hier. Ja, alles in Ordnung. Dem liegt natürlich das Grundproblem zugrunde, dass wir die Leute nicht zwingen können, entweder zu studieren oder zum Handwerk. Wir können niemanden zwingen. Junge Leute entscheiden sich, je nachdem, wo sie eine gewisse Attraktion empfinden. Und daran arbeiten wir ja seit Jahren gemeinsam. Es hat sich einiges getan, aber es geht zu langsam und die Zahlen sind besorgniserregend. Mich treibt das natürlich um. Und deswegen werden wir weiter, ich sage mal, an unseren Kampagnen in der Werbung fürs Handwerk festhalten müssen. Ich hatte das bei Ihrem Geburtstag gesagt. Wir müssen den Menschen einfach vergegenwärtigen, alles um uns herum, alles, was im Grunde genommen faszinierend ist, ob das die Technik dieser Lautsprecherbox ist, ob das dieser Tisch ist, ob das dieses Licht ist, alles ist Handwerk. Das sind zuallererst mal Handwerker, die es gemacht haben und die es möglich gemacht haben. Das gilt auch im Kulturellen, also das zieht sich quer durchs Leben. So, und da müssen wir mehr, wir müssen insbesondere junge Leute und ihre Eltern dazu bringen, nicht immer zur erstbesten Lösung, nämlich zum Studium zu greifen, sondern wir müssen denen erklären, wie reizvoll es sein kann, Handwerk zu lernen. Jetzt rede ich einfach, weil... ich bin auch nicht Handwerker geworden. Das ist eine riesige Aufgabe. Man könnte jetzt fragen, warum. Lass mich noch einen Satz sagen. Ich bin HB-Männchen. Ja. Das wäre nicht gut gegangen mit mir und dem Handwerk, weil ich wäre jetzt schon längst irgendwo
pass auf. Auch das es, würden es, gab wir mal, es gab mal einen tollen, das hat, das wird, da können wir machen, was wir wollen. Die Kammern können da machen, was wir wollen. Der Staat kann da machen, was wir wollen. Wir müssen dieses Umparken im Kopf hinbekommen, wie Opel mal gesagt hat. Das ist eben nicht, das, ja, das ist nicht die zweitbeste Lösung, sondern das Handwerk auch die erstbeste Lösung sein kann. Das ist ein dickes Brett, was wir bohren. Sie machen das durch Werbung. Ich glaube, Herr Füll macht das jetzt sogar Einkaufspassagen werben Sie mittlerweile fürs Handwerk. Die hat er bei uns abgeguckt. Sehen Sie also, aber das sind gute Ansätze. Das sind einfach gute Ansätze. So, nein, Scherz beiseite, aber Gleichwertigkeit, akademische, berufliche Bildung drückt sich ja auch vielleicht über eine finanzielle Schiene aus. Wie sieht es aus mit der Unterstützung bei der Meisterausbildung in finanzieller Hinsicht? Naja, wir haben die Meisterprämie eingeführt. Es sind bescheidene 1.000 Euro. Also das kann man auch, darüber muss man auch sprechen, ob man es möglicherweise ausbaut. Wir haben ja glücklicherweise, anfangs gab es ja sehr restriktive Regelungen, wie man an die Meisterprämie rankommen kann. Seit 2022 dürfen Landeskinder unter bestimmten Voraussetzungen, auch wenn sie, glaube ich, nicht hier die Ausbildung gemacht haben, aber dann hier arbeiten als Meister, entsprechend diese 1.000 Euro bekommen. Das sind einzelne Ansätze. Wir haben einen anderen Ansatz gewählt, der sehr viel komplexer ist, den ich anfangs auch sehr kritisch gesehen habe. Das war der Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte, weil wir eben gesagt haben, Leute, wir stellen fest, die Leute wollen alle studieren gehen, weil sie irgendwie die Sorge haben, wenn du ins Handwerk gehst, dann bist du irgendwie in der Sackgasse und kommst nicht mehr raus. Und deswegen haben wir mit dem Meisterzugang für die Hochschule begonnen, aber wir haben sie eben dann ausgebaut mit dem Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte. Ich glaube, das sind schlaue Ansätze, um Leuten zu machen, es gibt keine Stoppschilder, es gibt keine Sackgassen, mach mal diese Ausbildung, damit stehen dir alle Wege offen und am Ende bleiben sie dann wahrscheinlich im Handwerk, weil sie einfach glücklich sind im Handwerk und gemerkt haben, was man alles im Handwerk aber hinbekommen kann. Es gibt ein zweites Thema, das dadurch jetzt ein bisschen nach hinten gegangen ist, weil wir können noch so sehr das Handwerk attraktiv machen für die jungen Menschen, die hier sind. Und ich würde schon sagen, dass die Politik einen großen Nachholbedarf hat, den Menschen und auch den Eltern, aber bei uns war es auch sozusagen, also der Höhepunkt der Bildung deines Kindes ist nicht nur die Universität, sondern auch das Handwerk, das hast du angesprochen. Aber was mich dann doch treibt, ist, da können wir machen, was wir wollen, es fehlen 400.000 Menschen, übrigens nicht nur für das Handwerk, sondern auch für das Klinikum, auch für die Pflege, auch für was auch immer. Und nun kann man das wirklich überparteilich diskutieren. Das ist ja das Spannende. Viele dieser Themen kann man überparteilich diskutieren. Die CDU hat regiert, jetzt regiert die SPD, die mit der CDU regiert hat. Die Grünen haben auch irgendwann mal regiert. Wir alle wissen, dass wir entweder mit einer aktiven Einwanderungspolitik übrigens nicht jetzt beginnen und darüber diskutieren, schon vor 10 Jahren, 15 Jahren hätten beginnen müssen und dass wir heute wieder dieses Jahr nicht die 400.000 stemmen. Wir alle wissen das und die Frage ist, woran liegt das letztendlich? Also es kann ja nicht liegen, wir erzählen uns dauernd, alle wollen nach Deutschland. So, jetzt diskutieren wir mal nicht diese Themen, die wollen in die Sozialsysteme, weg mit dieser Diskussion, aber alle wollen doch nach Deutschland, also auch welche, die richtig arbeiten wollen. Dann stellt sich doch die Frage, warum schaffen wir es nicht, Realität werden zu lassen? Und da tun wir niemandem einen Gefallen. Da geht es nicht um Asylrecht, da geht es nicht um Moral, da geht es nicht, dass wir Menschen retten, sondern dass wir uns retten wollen. Wieso schaffen wir nicht, wenn es in unserem Interesse ist, es hinzukriegen, wenigstens 399.000 Menschen dieses Jahr nach Deutschland gebracht zu haben? Naja, also 399.000 ist eine Zahl, die ja auch erstmal bewältigt werden muss. Also wir haben derzeit eine Situation, lass mich es mal darstellen. Wir haben derzeit eine Situation, dass wir eine Zuwanderung haben. Wir haben Bürgermeister hier, Frau Söldner war eben noch hier, Herr Vogt ist hier, dass wir eine Zunahme der Zuwanderung, nicht Ukrainer, die nehme ich gerade vollkommen aus, von plus 30% haben. Das ist eine enorme Herausforderung für gerade die kommunale Familie, weil sie für die Unterbringung sorgen müssen. Und es ist eine verdammt teure Geschichte. Aber nicht gelenkte Einwanderung. Jetzt lass mich doch mal versuchen, den Faden herzuleiten. Das ist der eine Punkt, den darf man nicht außer Acht lassen. Der andere Punkt ist geregelte Zuwanderung. Das kann man auch böse umschreiben mit Zuwanderung, die uns nutzt. Das müssen wir auf die Beine stellen, aber das kriegen wir in Deutschland nicht hin, weil es dafür überhaupt keine, du findest doch gar keine richtigen politischen Mehrheiten dafür. Wenn ich über Zuwanderung, ich bin der Meinung, wir können uns
ein Zuwanderungsgesetz uns leisten, indem wir beispielsweise definieren, wir brauchen derzeit diese und diese und diese Jobs. Dann kriegst du, wenn du den hast, wenn du das erlernt hast, dann kriegst du 3 Punkte. Am Ende musst du 10 Punkte haben. Wenn du noch die Sprache besonders beherrschst, hast du 4 Punkte und noch irgendwas dazu. Und wenn du 10 Punkte hast, kannst du zuwandern. Das kanadisch-amerikanische System. Und genau, eine Art wie dieses System. Ich bin offen dafür, das zu diskutieren. Dann kannst du auch darüber diskutieren, ob du eine humanitäre Quote hast. All das kann man diskutieren. Die Diskussion findet in Deutschland aber nicht statt. Ich wundere mich darüber, warum. Ich bin jedenfalls sehr offen dafür. Sie wird aber nicht schnell und nicht sofort die Probleme lösen, die im Handwerk vorhanden sind. Wir haben ja längst nicht mehr einen Fachkräftemangel, sondern wir haben ja längst einen Arbeitskräftemangel. Was der falsche Weg ist, das will ich auch sehr deutlich sagen, und da bin ich nicht populistisch, sondern weil ich mir wirklich Sorgen mache. Der falsche Weg ist das Bürgergeld, was derzeit, was heute oder morgen im Bundestag ist und was wir demnächst im Bundesrat haben werden. Dieses Bürgergeld schafft die vollständig falschen Anreize und sorgt nicht dafür, dass gearbeitet wird. Und ich sage nochmal, ich will nicht populistisch sein. Es setzt die falschen Anreize, weil Leute teilweise, die im Mindestlohn befindlich sind, am Ende weniger haben, als jemand über dieses Bürgergeld bekommen kann. Das ist schon mal ein Problem. Es ist der Weg ins voraussetzungslose Grundeinkommen, der falsche Weg. Und dass überhaupt keine Sanktionsmechanismen in den ersten 6 Monaten vorhanden sind, auch nicht der richtige Weg. Wenn ich kurz darf, Frau Präsidentin, nur eine Frage möchte ich ergänzen, bevor wir über das Bürgergeld reden. Das, was du einen Satz vorher gesagt hast, das ist etwas, was mich sehr bewegt. Also wir kriegen es aktuell heute gesprochen nicht hin. Politische Mehrheiten, das sind nicht parteipolitische Mehrheiten, sondern in unserer Gesellschaft, ein Einwanderungsgesetz so zu formulieren, ob mit Punkteregeln oder andere, wie wir es brauchen. Wenn ich das ernst nehme, und ich nehme es ernst, weil de facto sind wir eigentlich schon wieder 23, dann bedeutet es, dass dieses Land in 10 Jahren nicht ökonomisch kaputt geht an China, nicht ökonomisch kaputt geht an Energie, nicht ökonomisch kaputt geht, weil die EU unter Umständen zerbröselt, sondern weil wir eine Kette nicht mehr schaffen, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen für die nächsten 20, 30 Jahre und jedes Jahr sukzessiv aufzubauen. Die Vergreisung findet statt, bei mir inklusive. Und die Verjüngung des Arbeitsmarktes, existenzielle Voraussetzung dafür, dass alle Systeme auch im Sozialsystem weiter möglich sind und dieses Land auch mal Kinderlachen hört, hört dann sukzessiv auf. Nimmt man die letzten 10 Jahre, nimmt man deine Aussage, die ich teile, dann stellt man sich die Frage, wenn es bei so etwas dann nicht geht, aber man sich über andere Dinge so schön aufregt, was wird das bedeuten und muss dann, und die Frage stelle ich, ohne Arg, muss dann Politik nicht ab und zu mal die Verantwortung tragen und zu sagen, es ist mir völlig in diesem Punkt erst einmal nicht primär wichtig, ob die Bevölkerung mir folgt. Ich habe meinem Gewissen zu verantworten. Wir schaffen das mit überparteilichen Mehrheiten. Ich will nur fragen, diese Nichthandlung, die ist wirklich existenziell oder irre ich mich mit der Beschreibung? Aber Michel, ich glaube, das geht von einer... Oder nicht von einer falschen, aber von einer Voraussetzung aus, die ja so nicht vorhanden ist. Wie gesagt, ich glaube, man kann einen Teil unserer Arbeitskräfteproblematik über Zuwanderung, einen Teil, betone ich, über Zuwanderung regeln. Aber es ist ja nicht so, als würden an den Grenzen Hunderttausende Arbeitswillige, Arbeitsfähige und in diesen Arbeitsmarkt Integrierbare stehen, die wir abwehren. Ganz im Gegenteil. Ich will nur das Beispiel nennen. Wir hatten ja selbst auch mal hessische Programme. Ich will mich nicht rausreden. Es ist eine Problematik, die auf Bundesebene gelöst werden muss. Aber wer Landespolitik macht, macht auch gleichzeitig Bundespolitik. Ich will mich da nicht rausreden. Aber wir hatten eigene Landesprogramme, beispielsweise in den Pflegeberufen, beispielsweise in den Krankenhausberufen. Es war ein Programm, was wir mit Spanien und mit anderen Ländern laufen hatten, haben sie nicht funktioniert. Also es gibt ja punktuell schon die Versuche, das zu machen, aber auch da ist es nicht so, dass auf einen Schlag 400.000 Leute, die in diesen Arbeitsmarkt integrierbar sind, vor den Grenzen stehen. Wenn es sie gäbe, bin ich der festen Überzeugung, dass wir Lösungen finden würden, sie in diesen Arbeitsmarkt zu integrieren. Es ist kein politisches Problem, sondern es ist einfach ein Problem, ein faktisches Problem. Das politische Problem besteht überdies, muss man sagen. Egal, welche Mehrheit gerade regiert,
kriegt diese Art eines Zuwanderungsgesetzes, über das wir gerade sprechen, nicht hin. Jetzt haben wir eine linke Regierung, die kriegt es offensichtlich auch nicht hin. Also es ist keine Frage von links und konservativ. Und davor hatten wir eine große Koalition, die hat es nicht hinbekommen. Ich kann dir im Augenblick keine schlüssige Antwort darauf geben, aber wir werden so nicht weitermachen können. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Wir werden das verändern müssen. Und ich glaube im Übrigen, dass in der Bevölkerung da überhaupt gar kein Vorbehalt gegen eine solche Art der Zuwanderung besteht. Das Handwerk hat schon vor vielen Jahren gemerkt, dass, ja, dass wir uns bemühen müssen um Fachkräfte. Wir haben schon seit über 11 Jahren diese Image-Kampagne, die Sie auch kennen, und investieren jedes Jahr 10 Millionen. 10 Millionen in diese Image-Kampagne, das heißt, wir machen, was wir können. Also wir reißen uns wirklich alle vorhandenen und nicht vorhandenen Beine aus, um junge Menschen für unsere Berufe zu begeistern. Und alleine schaffen wir es aber nicht. Wir brauchen die gesamtgesellschaftliche Unterstützung für diese Problematik und wir brauchen auch einen Blick auf die Bedürfnisse der Wirtschaft. Ich will noch ein letztes Thema ansprechen, damit auch dann noch, bevor das Publikum, sind Sie noch da? Hallo? Auch die Fragen stellen möchte. Verkehr. Jetzt rollen einige bestimmt mit den Augen. Beispielhaft an der Stadt Frankfurt. Wir bekommen ganz viele Anrufe von Betrieben, die wirklich verzweifelt sind, weil sie sagen, vor meiner Haustür, ich bin hier an dieser und dieser Straße ansässig, ich habe 6 Firmenfahrzeuge und jetzt wird von heute auf morgen dieser Parkraum bewirtschaftet. Was mache ich? Also von heute auf morgen werde ich vor diese Situation gestellt. Ich weiß nicht mehr, wo ich mit meinen Firmenfahrzeugen hin soll. Und die sagen, auf lange Sicht gesehen oder auch auf kurze Sicht gesehen, werde ich aus Frankfurt rausgehen und die Stadt wird an Betrieben ärmer werden. Und das ist kein Prozess, der sichtbar ist, sondern das ist ein leiser, unsichtbarer Prozess. Und das ist jetzt für Frankfurt nur exemplarisch. Was gibt es da für Lösungen? Wird das gesehen von der Politik, dass wir da auch das Gewerbe aus der Stadt vertreiben? Ich meine, als Gewerbetreibender in der Stadt ist es ohnehin schon schwierig. Von außen Betriebe werden gar nicht mehr in die Stadt einpendeln, weil sie sagen, da bin ich ja lieber ländlich unterwegs, da kann ich vor der Tür parken und so weiter. Aber das Parken, vielleicht entzerrt sich das ja auch, wenn der Verkehr ein bisschen herausgenommen wird. Aber diese Ignoranz gegenüber den ansässigen Betrieben, das ist tatsächlich ein großes Problem und das vertreibt die Betriebe aus der Stadt. Was gibt es da für Ideen noch zu? Also die Antwort, die ich Ihnen geben kann, ist frech, deswegen gebe ich sie Ihnen nicht. Sie müssen diese Stadt, das würde mich jetzt aber mal interessieren. Sie müssen diese Stadtregierung loswerden. Also okay. Das ist eine freche Antwort, die habe ich Ihnen deswegen nur unter der Hand gegeben. Aber das, was wir in Frankfurt erleben, ist ja keine wirtschaftsfreundliche Politik und auch keine handwerkerfreundliche Politik. Das muss sich ändern. Sie werden diese Stadt nicht nur mit Banken und mit Dienstleistungen, jedenfalls in dem anderen Sektor, im Finanzsektor, bewirtschaften können, sondern ohne Handwerker und Mittelstand wird es da nicht funktionieren. Ich erinnere mich, dass wir mit Bernd Ehinger immer wieder, wir haben den Pack, den Handwerker, Parkausweis etc. Also das sind ewige Prozesse gewesen, aber wir haben sie am Ende dann hinbekommen. Und deswegen, ich kann nur empfehlen in dieser Frage wirklich der Wirtschaftsdezernentin und dem Magistrat auf die Finger zu hauen und dort auf den Tisch zu hauen und deutlich zu machen. Das Handwerk ist in manchen Fragen sehr zurückhaltend. In dieser Frage würde ich keine Zurückhaltung üben dem Magistrat gegenüber und denen sehr deutlich machen, was das bedeutet, auch für Arbeitsplätze. Ich habe versucht darzustellen, Frankfurt war jetzt exemplarisch. Es ist ja eine Entwicklung, die tatsächlich sich auch, sage ich mal, über Hessen natürlich bundesweit ausweitet. Wir spielen gerade Fahrrad gut, Auto böse. Ja, ja. Das kann am Ende nicht funktionieren. Also was kann aber dann eine Landesregierung vielleicht... Da kann eine Landesregierung Ihnen wenig helfen. Also das ist jetzt wirklich eine pure kommunale Zuständigkeit, in diesen Fragen zu agieren. Wir machen ja viel über Ideologie, vielleicht kann man da auch so ein bisschen... Ja, also da wir schon dabei waren, Sie müssen halt schauen, wer Ihnen da politisch hilft und dann für diese Leute auch politische Mehrheiten finden. Das ist der einzige, tut mir leid, aber es ist der einzige Weg, den man da begehen kann. Wenn ich sehe, was in Frankfurt passiert, die haben den ganzen Öderweg zugemacht, sie haben irgendwelche rote Farbe auf die Straße gegeben. Das ist Irrsinn, was dort passiert. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen... Und trotzdem erlebe ich da keinen großen Aufstand.
Also einen großen Aufstand erlebe ich da nicht. Möglicherweise muss man dort lauter werden und deutlicher werden. Und das gilt eben nicht nur in Frankfurt, weil an anderen Orten passiert es ja auch. Es gibt aber, davon gehe ich mal aus, auch gute kommunale Beispiele, die sich eben kümmern. Aber das ist leider, es tut mir leid, dass ich sagen muss, es ist kein Punkt, wo wir als Land eingreifen können. Wir können ja jetzt nicht einfach als Land hingehen, das ist halt in unserem System so nicht vorgesehen, und Kommunen gewisse Entscheidungsmöglichkeiten, die sie haben, verbieten. Das gibt es leider nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es klug wäre, weil oftmals eben vor Ort die Dinge besser geregelt werden oder, wie Sie es gerade geschildert haben, schlechter geregelt werden. Es ist keine Eingriffsmöglichkeit des Landes. Ich bedauere das sehr. Das ist mir schon klar. Es ging mir so ein bisschen mehr um diesen moralischen Beistand, diesen Mainstream völlig Tür und Tor das verstehe zu öffnen. Ich. Ja. Also sozusagen ein Klima zu schaffen, in dem es eine Wirtschaftsfreundlichkeit gibt. In dem es ein Miteinander, nicht ein Gegeneinander gibt. Genau, das Verständnis dafür herbeizuführen, dass der Wohlstand, den wir haben, nicht irgendwo einfach entsteht, sondern dass er im Handwerk, im Mittelstand, in der Wirtschaft entsteht und dort eben auch durch Arbeit herbeigeführt wird und dass man deswegen die Rahmenbedingungen gut machen muss. Ich bilde mir ein, dass wir in dem überwiegenden Teil und auch in den Gesprächen, die wir miteinander führen, es jedenfalls auf Landesebene immer wieder hinbekommen, die Lösungen dann auch wirklich zu realisieren. Das bilde ich mir jedenfalls ein. Bitte sagen Sie mir, und darüber sind wir auch in der Zukunft natürlich intensiv im Gespräch, wo es eben nicht so ist und wo wir als Land eben auch dann einwirken können. Die Meisterprämie beispielsweise war damals ein Weg, den wir eingeführt haben. Beruflich Qualifizierte war ein. Wir haben so viele Einzelpunkte wirklich zusammengeführt, die am Ende erfolgreich geworden sind oder erfolgreich gewesen sind. Ich kann nur das Angebot unterbreiten, lassen Sie uns in dieser Art Kontakt und Zusammenarbeit bleiben. Da gibt es jedenfalls in dieser Landesregierung eine große Offenheit für Ihre Themen. Vielen lieben Dank, Herr. So, jetzt zum Abschluss. Ich muss so machen, weil das Licht blendet. Haben wir ja die Gelegenheit, aus dem Publikum noch heraus ein paar Fragen zu sammeln. Wer würde gerne sich melden? Wir nehmen drei Fragen zusammen, sonst gibt es drei lange Antworten dreimal und so gibt es eine etwas längere einmal. Wer will sich melden, wenn Sie so lieb sind? Erstens Ihren Namen zu nennen, zweitens eine Frage zu stellen und drittens Ihren Kommentar später bei Bier oder Wein zu formulieren, wäre ich Ihnen dankbar. Und seien Sie sicher, ich werde diese Regeln versuchen durchzuarbeiten. Also Sie fangen an. Mein Name ist Andreas Baumbach, ich bin Schuhmachermeister aus Wiesbaden und ich fasse mich jetzt kürzer wie Sie. Ich habe jetzt sehr viel über die große und die kleine Weltpolitik gehört und so weiter und ich musste ein bisschen grinsen. Also gut, kurz fassen. Meine Frage, es gibt in Österreich schon seit Jahren einen Reparaturbonus für Elektrogeräte. Das bedeutet, Sie können in Österreich und seit Anfang des Jahres auch in Thüringen, das ist ein Bundesland, deswegen bin ich hier, ein Elektrogerät für 100 Euro reparieren lassen, statt es wegzuschmeißen und bekommen dann 50 Euro von diesen 100 Euro zurückerstattet. Man will damit die Nachhaltigkeit fördern. Wie Sie, Herr Friedmann, so schön gesagt haben, Natur und Umwelt stehen über allen. Meine Frage, warum gibt es das in Hessen nicht? Warum kann Thüringen das? Und warum gibt es das nicht auch für Schuhe und Bekleidung? Dankeschön. Ja. Und vorbildhaft muss ich auf sagen. Auf dem Weg hier raus gibt es übrigens Flyer, die stehen am Tisch, die durfte ich hier austeilen. Ihr Büroleiter hat schon einen, da war ich ganz frech vorhin. Ich würde mich freuen, wenn jeder sich mal heute Abend runterguckt, auf seine Schuhe guckt und sich sagt, was mache ich da eigentlich? So, herzlichen Dank für diese wunderbare, knappe und interessante Frage. Wir gehen weiter. Wer meldet sich noch da drüben? Sehe ich eine Meldung und dann noch eine dritte. Wer meldet sich? Schönen guten Abend. Mein Name ist Subede Kopp. Ich bin selbstständige Fotografin, ansässig in Frankfurt. Und heute hatte ich die Gedanke, ob das möglich ist, zum Beispiel Wahlrecht nicht nur für Bewohner, auch ansässige Unternehmer oder beziehungsweise deren Vertreter, die dann auch Bürgermeister oder sonstiges wählen können. Herzlichen Dank für diese auch vorbildliche, interessante Frage. Gibt es eine dritte Frage? Dann jetzt, da drüben ganz hinten in der dritten oder vierten Reihe. Ja, hier, genau. Wunderbar. Ja.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Meine Frage geht dahin. Ich bin selbstständig, einen Kfz-Betrieb habe ich und eine Tankstelle. Wie geht man damit um, mit der Planung, einmal mit dem Bürgergeld oder auch mit dem Hartz IV, es ist ja vergleichbar, wird nur umgeändert, dass man in Zukunft diese Menschen, die das einkassieren, irgendwie an die Arbeit ranbringt. Ich will nur mal sagen, auch gerade das, was da geredet worden ist mit Studium, ich beschäftige in Aushilfe Studiumsleute am Wochenende und die sind jetzt, da ist eine große Enttäuschung für mich entstanden, wie ich gesagt habe, den jungen Leuten mal erklärt, wie man mit Kunden umgeht, dass sie doch eine schöne Aufgabe haben, wenn sie Leute bedienen können, sie lernen was, sie machen Kassendienst, sie können mit Ware umgehen, Kunden freundlich bedienen. So, und dann habe ich dann gesagt bekommen... Die Frage. Ja, ich will nur sagen, wie geht man damit um, wenn man sowas als Handwerker gesagt bekommt, ja, das ist so, Herr Mohr, Sie sind noch eine von der letzten Generation, ja, die noch so Gedanken haben, aber in Zukunft sieht das so aus, wenn das Bürgergeld kommt, da glauben Sie doch wohl nicht, dass ich mich da noch hinstelle. Also da muss man doch mal sagen, gut, hier muss man eine Aufgabenliste Frage machen. Verstanden, wir haben drei Fragen. Boris, ja, the stage is yours. Also, Reparaturbonus, Herr Bombach, das hört sich sehr spannend an, muss ich Ihnen gestehen, habe ich jetzt noch nicht gehört. Muss man sich mal sehr genau anschauen, was die Umstände sind und welches Geld da für welches Geld. Also, das gucke ich mir an, finde ich eine spannende Sache. Sie sind in Wiesbaden, Schuhmachermeister. Alles klar. Also, dann können wir uns vielleicht auch mal da, das sollten wir uns mal dann vielleicht gemeinsam dann vor Ort angucken, was man daraus machen kann. Wenn wir die zwei Scheinwerfer etwas dimmen. Also, für mich ist in Ordnung. Gut. Also ich sehe zwar nichts, aber ich kriege das mit meiner Hand hin. Ja, danke. Und, wunderbar, danke. Das ist sehr viel schöner. Danke. Jetzt wird es intim. Gute Idee und da zeigt sich der Profi Michel Friedmann. Ja. Also Herr Baumbach, ich kümmere mich drum, interessiert mich selbst sehr. Ja, alles, ja, alles in Ordnung. Sie alles unterzeugen. Frau Kopp hatte nach dem Wahlrecht gefragt. Jetzt hat mein Freund Michel so schnell im Grunde genommen die Frage abgekürzt. Ich muss offen gestehen, Frau Kopp, vielleicht können Sie ihr noch mal ein Mikrofon geben. Darf ich das? Aber ich bitte dich. Ich habe es nicht ganz verstanden. Sie wollen etwas beim Wahlrecht verändern. Ja, genau. Also wenn Frankfurt Geburtsort Demokratie ist, da könnte man vielleicht eine Schraube noch drehen und sagen, okay, nicht nur die Einwohner von Frankfurt wählen, sondern die ansässigen Firmen, die auch, zum Beispiel, ich wohne außerhalb von Frankfurt, ja, aber meine Firma habe ich in Frankfurt, würde ich sehr gerne auch wählen. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Genau. Jetzt habe ich es verstanden. Also das ist verfassungsrechtlich nicht möglich. Das wird es wahrscheinlich auch nie geben. Wird vielleicht irgendwann mal in einer Wahlrechtsreform eine Rolle spielen. Ich glaube aber, Frau Kopp, es wird am Ende wahrscheinlich nicht kommen, weil es, wie gesagt, mit den verfassungsrechtlichen Regelungen nicht hinzubekommen ist. Es gibt ja beispielsweise auch so interessante Ideen wie Wahlrecht für Familien, also dass sie quasi eine bestimmte Stimme, also wenn sie vier Kinder haben, hätten sie eine bestimmte Stimmenanzahl bei der Bundestagswahl. Auch das ist nicht mit unserer Verfassung vereinbar. Deswegen, also ich glaube eher nicht, dass das kommt, ist ein interessanter Gedanke. Aber dafür haben Sie ja Ihr eigenes Parlament, nämlich bei den Handwerkern oder und bei der Industrie- und Handelskammer, bei der Sie dann aber wahlberechtigt wären. Ich glaube, da ist es wichtig, dass der Betrieb in der Gemarkung ist. Dafür müssen Sie nicht in der Gemarkung leben. Im Kammerbezirk. Genau, im Kammerbezirk. Sein, ja. Genau. Also sozusagen, das ist dann quasi das Parlament, was sich um diese Angelegenheiten kümmert. Und was Herr Mohr gesagt hat, das ist ja genau das, was ich sagte. Man muss vorsichtig sein in der Frage. Wissen Sie, wenn es einem richtig dreckig geht, wenn der richtig unverschuldet in die Arbeitslosigkeit gerät, ist es, glaube ich, in unser aller Interesse und in aller Sinne, dass jemandem geholfen wird und dass er unterstützt wird. Das ist eine Verpflichtung auch eines sozialen Staates. Und wir sind ein sozialer Staat, aber nicht umsonst haben wir natürlich auch das Prinzip fordern und fördern.
Und das muss in Übereinklang gebracht werden. Und deswegen gibt es viele Regelungen jetzt hier in diesem Bürgergeld, die ich, ohne dass ich das zu einem Symbol oder zu einer populistischen Auseinandersetzung nutzen möchte, genau zu den Problemen führt, die Sie geschildert haben. Und das werden wir so nicht akzeptieren können. Deswegen geht das Gesetz auch in den Vermittlungsausschuss. Ich glaube, dass erstens wir bei der Höhe der Sätze durchaus mitgehen können oder jedenfalls punktuelle Veränderungen herbeiführen können. Was ich nicht akzeptieren möchte, ist, dass dieser Zeitraum, dass es einen solchen Vertrauenszeitraum gibt, in dem eben keine Sanktionen ausgesprochen werden, wenn Sie sich einer Arbeit verweigern. Ein anderer und ein dritter nicht ganz unwichtiger Punkt ist, über den man sprechen muss, das sind, wenn Sie beispielsweise Wohneigentum haben oder Vermögen haben, da muss man Unterschiede machen. Wenn einer, ich sage mal, 30 oder 40 Jahre gearbeitet hat und hat sich da etwas erwirtschaftet, ist es nochmal was anderes, als wenn einer 2 Jahre gearbeitet hat und dann sozusagen die Anrechnungen stattfinden. Da muss man sehr differenziert herangehen und deswegen werden wir dieses Gesetz jetzt nehmen. Wir haben einen Vorschlag, also wir jedenfalls als Union haben einen Vorschlag gemacht, wie wir damit umgehen. Wir trennen die Erhöhung der Sätze ab, da geht es um 10 Euro im Übrigen oder um 12 Euro, die trennen wir ab. Das können wir durchaus durchlaufen lassen und die anderen Punkte müssen wir jetzt in einem in unserem System dafür vorgesehenen in einer vorgesehenen Institution miteinander diskutieren, die Länder und die Bundesregierung. Das ist das Thema, das sind die Themen, die ich eben genannt habe und das machen wir dann im Vermittlungsausschuss. Das wird aber bedeuten, dass das Bürgergeld nicht zum 1. Januar kommt, aber ich finde, das ist auch okay. Jedenfalls, wenn wir die Sätze entsprechend angepasst haben und realisiert haben, ist es okay. Aber das sind die Antworten auf Ihre Fragen. Was Sie den jungen Leuten sagen sollen, vielleicht sollen Sie dem einen oder anderen einfach mal die Ohren langziehen. So, wir machen noch eine Runde. Wir machen noch eine Runde. Erlauben Sie mir nur, weil Sie das gesagt haben, das Wort einkassieren finde ich ganz schwierig, weil viele Leute kassieren nicht ein, sondern brauchen es wirklich zum Überleben. Die Argumentation, die wir beim Bürgergeld haben, hatten wir aber übrigens auch bei Hartz IV immer wieder. Die Leute bekommen viel zu viel sozialen Transfer. Ich will nur daran erinnern, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist für uns auch die Bedingung, dass wir keine Armut zulassen, weil das der Würde des Menschen nicht entsprechend ist. Und wir diskutieren das ja an vielen Fragen, jetzt zum Beispiel am Mindestlohn. Mein Gott, was war das für ein Thema? Mittlerweile sind alle Parteien sich einig. Ein Lohn, das selbst mit 40 Stunden nicht zu einem selbstständigen Leben führt, entspricht eigentlich nicht dem Gedanken von Arbeit. Und es ist jetzt das alles nur gesagt, unabhängig zu welcher politischen Entscheidung man kommt, aber dass wir auch da wieder einfach mal auf die Grundlagen unseres demokratischen Selbstverständnisses kommen, wenn wir diese Dinge diskutieren. Zweite Runde. Und dann ist für heute genug. Hier meldet sich eine Dame, also Sie fangen dort an, hier Nummer 2. Ja, guten Tag, Herr Rhein, ich bin Tischlermeister aus Hofheim und hier mit meinen Kollegen vom Aktionsbündnis L3011. Ich danke Ihnen, dass Sie mir das Forum geben, unseren offenen Brief Ihnen hier übergeben zu können, betreffend der Sperrung zwischen Hofheim und Lorsbach, die uns als Handwerker auch sehr umtreibt, da es eine wichtige Verbindungsachse zwischen dem Ost- und dem Westkreis hier im Main-Taunus-Kreis ist und natürlich wir auf der jeweils anderen Seite auch unsere Kundschaft haben, die so schwer zu akquirieren ist. Wir vom Aktionsbündnis haben mehrfach schon kommuniziert, dass es Ansätze gibt, eine Vollsperrung von über einem Jahr, mindestens einem Jahr zu vermeiden und hoffen sehr, dass Sie wohlwollend in unserem Sinne einwirken können, dass wir doch noch zu einer Einigung ganz im demokratischen Sinne zu einer Einigung kommen. Aus dem Grund habe ich auch meine Couch und die Streamingdienste verlassen und wir sind alle hier als Handwerker und bitten um Ihre Unterstützung. So, die Frage 1 ist gestellt. Hier vorne hatten wir eine Dame. Würden Sie noch mal die Hand heben? Hier bitte, gleich in der Reihe mit der weißen Jacke. Ja. Dankeschön, vielen Dank. So. Frage 2.
Mein Name ist Sarah Hofmann, ich bin Konditormeisterin, angegliedert aber auch an Bäckerei, selbstverständlich. Und meine Frage betrifft jetzt so ein bisschen ein Thema, was heute noch nicht aufgekommen ist, und zwar das Thema Rohstoffe, was ja auch so ein bisschen vom Krieg gebeutelt ist, vor allem die Preise. Und da wäre jetzt so ein bisschen meine Frage, nicht nur auf Landesebene, wahrscheinlich auch auf Bundesebene, aber hauptsächlich auf Landesebene, weil wir auch sehr viel regional beziehen, ob es irgendwie auch das Thema mal gibt, regionale Betriebe, also Rohstoffbetriebe wie Bauern, Milchprodukte zu stärken, finanziell zu unterstützen oder da auch einfach so ein bisschen die Werbung wieder zu erhöhen, dass da vielleicht auch einfach kleinere Betriebe die Chance haben, zu günstigeren Preisen die Produkte beziehen zu können, weil wir schon auch den Unterschied merken zwischen den regionalen Produkten, die wir beziehen, und die, die wir einfach nicht aus der Region beziehen können, weil es sie hier einfach nicht gibt. Herzlichen Dank für diese Frage. So, jetzt haben wir noch eine letzte, dritte Frage. Da meldet sich noch, wo? Da oben. Ja. Vielen Dank. Mein Name ist Kai Habig. Ich bin Raumausstattermeister aus Kronberg. Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, was können andere für uns tun oder wie können wir uns unterstützen? Ist es nicht vielleicht auch mal ein Anreiz, wieder Arbeit ein bisschen belebter und freudiger zu machen, dass man halt sagt, ne, wenn ich mehr brauche, kann ich vielleicht mal eine Überstunde machen, die nicht komplett so besteuert wird, dass es sich nicht lohnt, weil momentan ist ja eine Überstunde für unsere Mitarbeiter unlohnend, die sich auszahlen zu lassen. Wäre das nicht ein Anreiz, dass halt auch etwas mehr Arbeit wieder Freude macht und auch mehr in der Kasse ist, dass wir uns selbst steuern können, was wir im Portemonnaie haben und nicht immer nur fragen, was können andere für uns tun? Herzlichen Dank für diese dritte, sehr wichtige Frage. Boris, bitte drei Antworten. Ja, was die L3011 betrifft, muss man natürlich sagen, also das habe ich das erste Mal aus der Zeitung erfahren und war auch sehr erstaunt, weil das natürlich ein enorm langer Zeitraum ist. Ihre Abgeordneten Axel Wintermeyer und Christian Heinz haben sich auch massiv dafür eingesetzt beim Verkehrsministerium. Die einspurige Verkehrsführung ist wohl aus Platzmangel, sagt man jedenfalls, so einfach nicht darstellbar. Dann gab es Verhandlungen mit einem privaten Eigentümer über Flächen, die man möglicherweise zur Verfügung stellt. Die sind jedenfalls Stand jetzt negativ ausgegangen. Und dann gab es, ja, ich sag mal, aber das erleben Sie ja alle selbst ganz besonders auch, dann gab es den Versuch natürlich, diesen Zeitraum irgendwie zu beschleunigen, aber auch das gestaltet sich wohl unglaublich schwierig. Ich muss mir da auch noch mal an ein sehr konkretes Bild zu machen. Ich habe ja jetzt Ihre Unterlagen auch bekommen. Wir werden auf alle Fälle auch noch mal mit dem Verkehrsminister sehr intensiv darüber sprechen, ob es nicht irgendeine Lösung gibt, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gibt der Erleichterung. Es ist ein sehr schwieriges Problem. Aber es ist nicht so, als würde das, ich sage mal, aus Dummheit oder Bosheit oder Unbeweglichkeit nicht angepackt. Aber wie gesagt, also ich habe es verstanden. Wir nehmen das auf alle Fälle nochmal mit. Das Problem ist schon, wir müssen gucken, ob wir eine Lösung herbeiführen können. Und wir müssen mit dem Verkehrsminister sprechen. Aber Sie haben noch eine Nachfrage. Es geht um die Einigung mit dem angrenzenden Reiterhof auch um die Fragen. Die Einigung wäre da, sich nur mal alle Parteien treffen. Ja, also gar kein Thema. Wenn das so ist, wie Sie darstellen, dass es jetzt einfach nur noch mal darum geht, sich zu treffen und die bereit sind, sich zu einigen, dann sollte das Problem lösbar sein. Aber wie gesagt, das kann man jetzt nicht von so einer Bühne aus hier entscheiden. Wir müssen es mitnehmen, müssen es dann auch wirklich noch mal besprechen. Und dort auch nochmal dann wirklich, wenn das sich so darstellen würde, wie Sie sagen, würde das natürlich eine starke Hilfe sein, um dort Möglichkeiten dann eben auch neu zu diskutieren. Was Rohstoffe und Lieferketten betrifft, das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Problem, was uns natürlich alle umtreibt. Ich finde das, was Sie gesagt haben zum Thema regionale Produkte, sehr klug.
Das ist ja auch der Programm und das ist ja auch der Grund, warum wir mehr und mehr auf regionale Produkte setzen und auch mehr und mehr Erzeuger von regionalen Produkten fördern, Regionales aus Hessen etc. Ich glaube, dass man das weiter intensivieren muss. Ich glaube, dass das eine gute Lösung ist. Da muss man aber natürlich sagen, also da gibt es natürlich auch Nutzungswidersprüche. Wir haben einen enormen Flächenfraß, gerade hier im Rhein-Main-Gebiet. Ich komme aus einem Stadtteil Frankfurts, der sehr ländlich geprägt ist. Das glaubt man gar nicht, dass es das in Frankfurt gibt, aber bei uns gibt es Kühe und Weiden und Äcker und Felder. So, und jetzt kommen aber viele, die sagen, man müsste auf diesen Äckern Wohnungen bauen oder ein Gewerbegebiet beispielsweise bauen. Jedenfalls die Industrie- und Handelskammer in Frankfurt sieht das so. Ich sehe das vollständig anders, denn wenn wir auch noch diese Ackerfläche verlieren, verlieren wir weitere Flächen, um eben regional anzubauen. Und uns selbst zu versorgen, wir werden uns niemals selbst versorgen können bei der Menge, die wir konsumieren, wir Deutschen, aber uns jedenfalls in Teilen selbst zu versorgen, wie wichtig das ist. Wir werden auch nicht autark werden, auch das ist, glaube ich, das wissen wir alle, aber jedenfalls eine Versorgungssicherheit grundsätzlich zu gewährleisten, da bin ich schon sehr dafür und das hat uns dieser Krieg sehr deutlich gemacht, dass es in vielen Bereichen, auch gerade bei den Lebensmitteln, notwendig ist. Deswegen in diesen Fragen bin ich schon sehr auf Ihrer Seite, aber wie gesagt, es gibt eben diese extremen Nutzungswidersprüche, die man in einen Ausgleich bringen muss. Und diese Nutzungswidersprüche bringen Sie nicht dadurch in Ausgleich, dass wenn Sie an der einen Stelle entsprechendes Ackerland vernichten, ist an irgendeiner anderen Stelle durch, ich sag mal, Parklandschaft oder was auch wieder, dann wieder gut machen. Das ist eine Diskussion, die muss in der Politik geführt werden, aber wie gesagt, bei der stärkeren Vermarktung von regionalen Produkten, bei der Förderung der Vermarktung von regionalen Produkten, bin ich voll bei Ihnen. Und jetzt hatten wir noch, was hatten wir denn noch? Was war denn die letzte? Jetzt können wir es einfach machen, können sagen, ist alles, also das haben wir als Land natürlich zunächst keine so starke Einflussmöglichkeit, weil es pure Bundespolitik ist. Aber ich glaube, der Ansatz von Ihnen ist klug. Können Sie mir mal ein Beispiel sagen, wie ist das mit der Besteuerung? Und also, dass ich meine, also bin jetzt in der Materie nicht drin, um Gottes Willen, aber ich gucke sie mir gerne an, wie das mit Zahlen ist und was es wirklich, wie stark das ist, dass es eben nicht attraktiv ist, Überstunden zu leisten. Können Sie mir mal ein Beispiel bilden, dass ich es verstehe? Oder ich sage Ihnen einfach jetzt mal zu, dass wir es uns mal sehr genau anschauen, ob man da eine Initiative mal starten kann auf Bundesebene, ob wir da wirklich, ob man da rangehen kann und wie man da rangehen kann. Wir werden Sie füttern. Okay, alles klar, sehr gut. Verstehe das Anliegen, aber da können wir im Grunde genommen nur flankierend und unterstützend von Land auf Bundesebene tätig werden. Herzlichen Aber die Bereitschaft ist vorhanden. Ganz herzlichen Dank. Bevor, Frau, haben Sie noch eine Frage? Ja, eine Ergänzung dazu. Ich meine, mit dem, was alles nächstes Jahr erhöht werden soll, kommen wir über unsere bekannten 40%, die wir eigentlich als absolute Deadline empfunden haben die ganze Zeit. Da werden wir ja drüber kommen. Allein das schon nimmt wieder von dem, was man verdient, natürlich wieder einen Teil weg. Ja. So, ein Aspekt. Bevor Frau Haus das Schlusswort hat, möchte ich eigentlich zwei, drei sehr optimistische, jedenfalls in diesem Augenblick bei mir entstehende Bilder formulieren. Erstens, ich finde es großartig, dass so viele Menschen sich die Zeit genommen haben, mit einem Ministerpräsidenten herzukommen, zuzuhören und zu diskutieren. Das ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Und was ich mir wünschen würde, dass sich das in zwei Jahren gar nicht mehr auffällig entwickeln würde, sondern weil es selbstverständlich geworden ist. Also danke dafür, dass Sie gekommen sind. Zweitens möchte ich mich wirklich bedanken für die Diskussionskultur. Selbst der Ministerpräsident und Berufspolitiker hat eigentlich heute seine Redezeit sehr bewusst genutzt und sie nicht ausgenutzt. Und man sieht an den Fragen, die Sie heute gestellt worden sind, dass wir auch sehr konzentriert in eine Frage-Antwort gehen können. Auch das fällt auf, weil das, was selbstverständlich ist, nicht mehr die Regel ist, aber heute Abend war es so. Nehmen Sie es mit als Ermutigung, wenn Sie in weitere Diskussionen gehen und auch dafür ganz herzlichen Dank. Und meine letzte Bemerkung, all diese Fragen, die wir heute diskutiert haben und mir geht Ihre eigentlich am meisten durch den Kopf mit diesen Fahrradwegen und all dem, in einer demokratisch-pluralistischen Gesellschaft stoßen unendlich viele Interessen aufeinander. Und viele erleben gerade, dass das Interesse von Menschen, Fahrrad zu fahren, also übrigens auch Älteren,
so stark geworden ist, dass Politik darauf eingeht, wie immer sehr sprunghaft. Also am Oederweg ist ja nicht nur das Problem oder im Grüneburgweg das Handwerk, sondern all die Geschäfte, die dort sind. Ja. Viele kleine Geschäfte erleben, dass das ein Problem ist mit Umsatzrückgang. Die Korrekturen solcher Entscheidungen sind allerdings immer die berechtigte Hoffnung der Demokratie. Das bedeutet, alle, die sich jetzt benachteiligt fühlen, müssen diesen Druck, den Boris Rhein formuliert hat, in die Gänge bringen. Dann wird es Korrekturen geben, aber dieses Zurück in die Autowelt, ich glaube, das wird es aus vielen Gründen nicht mehr geben, allein schon aus generationellen Gründen. Wenn man sich mit den jungen Menschen unterhält, fahren die immer noch gern Auto, aber es ist nicht mehr die identitätsrüstende Frage einer Zukunft. Also, ich bin zwar nicht mehr dran, aber ich muss meinem Freund trotzdem widersprechen. Das ist eine Großstadtsicht. In Marburg-Biedenkopf wirst du ohne dein Auto niemals mobil sein. Deswegen, so, und ich deswegen, glaube, wir müssen sie so, in den Ausgleich bringen. Genau. Und es jetzt, geht auch gar also nicht um mein, entweder mein, oder. Nein, mein Hinweis, nein, Frau, mein Hinweis, der mir wichtig ist. In der Demokratie gibt es immer so, dass die eine Gruppe mal einen Schritt nach vorne gegangen ist. Aus welchen Gründen auch immer. Aber das ist ja nicht das Endspiel, sondern Demokratie kennt kein Endspiel, sondern es ist immer ein dynamischer Prozess. Ich will es nur sagen, wer welche Interessen auch immer hat, muss sie vertreten. Das führt früher oder später zum nächsten Schritt. Genau. Also ich wollte auch das nur sehr ermutigend sagen, in der Diktatur übrigens geht gar nichts außer, dass Sie, wenn Sie Glück haben, ins Gefängnis kommen und wenn Sie Pech auf den Friedhof. So gesehen leben wir in der besten Welt aller Welten. Es geht ja auch gar nicht um entweder oder, sondern es geht einfach um gemeinsam. Das ist das. Und wir sind natürlich, Zweirad ist Handwerk. Ja? Natürlich sind wir nicht gegen Fahrrad, das ist ja vollkommen klar. Aber es geht darum, dass alle gemeinsam eine Lösung finden. Und das findet nicht immer statt. Das war das, was ich damit sagen wollte. Ja, meine Damen und Herren, wir haben heftig überzogen, aber es war auch heftig gut, fand ich. Über zwei Stunden. Insofern bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Deswegen möchte ich jetzt heftig kurz enden. Ich bedanke mich bei unserem Gast, Boris Rhein. Vielen herzlichen Dank. Das ist nochmal Ihr Applaus. Danke an Sie. War mir wirklich eine große Freude und hat mir viel Spaß gemacht. Wir bedanken uns für die Sichtbarkeit des Handwerks aus dem Blickwinkel der Politik. Das ist ganz, ganz wichtig für uns, weil wir tatsächlich kleine und mittlere Unternehmen sind und dabei eigentlich die ganz kleinen, und die fallen oftmals durch Raster. Deswegen müssen wir auch ab und zu mal laut sein, damit man uns nicht vergisst. Das machen wir weiter. Handwerk trifft geht weiter im nächsten Jahr. Bitte schauen Sie auf unsere Homepage und seien Sie wieder dabei, wenn es heißt Handwerk trifft. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich kann schon mal frohe Weihnachten wünschen, vielleicht an dieser Stelle. Frohe Ostern, das machen wir dann nächstes Jahr. Ich hoffe, ich sehe Sie wieder. Bleiben Sie gesund und munter. Bis bald. Vielen Dank und einen schönen Abend noch. Kommen Sie gut heim. Applaus